Also wir wollten jetzt eigentlich tatsächlich über relationale Anfragesprachen sprechen. Die erste Frage, die ich für Sie dann mitgebracht habe, was ist eigentlich eine Anfragesprache? Was stellen Sie sich darunter vor? Was würden Sie sagen, sollte eine Anfragesprache können, sein? Was sollte ich damit machen können? Kennen Sie eine Anfragesprache, außer SQL? Welche haben Sie heute schon mal benutzt? Mindestens eine Person hier muss heute schon mal eine Anfragesprache benutzen, bin mir ziemlich sicher. Haben Sie heute schon mal gegoogelt? Oder eine andere Suchmaschine benutzt? Alle die haben auch eine Anfragesprache und die benutzen die schwerste Anfragesprache, die es gibt. Welche ist denn die, die man bei Google oder bei Ihrer Lieblingssuchmaschine typischerweise benutzt? Natürliche Sprache, genau. Das ist das Schwierigste für Maschinen, das Einfachste für uns. Ich kann Ihnen ziemlich lang, ziemlich viel erzählen, was mich eigentlich anfragentechnisch interessieren würde. Relationale Anfragesprachen sind keine natürliche Sprache. Also das, was quasi Google oder Ihre Lieblingssuchmaschine können muss, aus natürlicher Sprache irgendwie rauskriegen, was ich da eigentlich will, das ist hier ein bisschen formalisierter. Aber im Prinzip, die Grundidee, wenn man an sowas wie eine Suchmaschine fürs Web denkt, irgendwie stellt man eine Beschreibung als Anfrage, was man gerne hätte und erwartet, dass die besten Treffer zurückkommen. So ähnlich ist das bei relationalen Anfragesprachen auch. Was wollen wir machen? Im Prinzip ist die Grundidee, es gibt jetzt eine Menge von Basisrelationen, das sind die, die wir beim Übersetzen aus dem ER-Modell in das relationale Modell erzeugt haben. Das ER-Modell war das Modell der Welt, was in der Datenbank, also der Weltausschnitt, der am Ende in der Datenbank liegen soll. Beim Übersetzen aus dem ER-Modell ins relationale Modell sind Relationen entstanden. Manche von denen haben wir noch gemischt, aber am Ende von dem Prozess sind Relationen da, die nennen wir Basisrelationen. Das sind die Relationen, die tatsächlich Informationen speichern über diesen Weltausschnitt, den wir am Anfang modellieren wollten. Und diese Informationen, die werden in den Basisrelationen gespeichert. Das Ziel ist es jetzt aber, dass man häufig auch sagt, naja, wenn ich eine Anfrage stelle, dann möchte ich eben aus diesen Basisrelationen vielleicht nur einen Teil der Informationen bekommen. Die möchte ich also ableiten, die Anfrageergebnisse aus den Basisrelationen. Wenn ich eine Anfrage stelle, soll sich ja das, was im Hintergrund in der Datenbank liegt, eigentlich nicht ändern. Wenn ich nur frage, wie viele Bücher sind denn gerade ausgeliehen bei einer Bibliotheksdatenbank, ja, dann sollen sich die ausgeliehenen Bücher nicht ändern, sondern es soll einfach nur quasi aggregiert werden, was in der Ausleiherelation beispielsweise steht. Also ich leite etwas aus den Basisrelationen ab. Und zum Ableiten gibt es mehrere Mechanismen. So ein bisschen in Reihenfolge der Wichtigkeit vielleicht auch. Der erste Mechanismus ist, eine Anfrage zu stellen. Und jetzt müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, wie ich die Anfrage stellen darf. Bei relationalen Datenbanken ist es eben nicht so, dass ich Anfragen so stelle wie bei einer Websuchmaschine, indem ich da einfach irgendwie Text reinspreche, im besten Fall heutzutage, sondern es wird eine formalere Sprache sein. Also zum Anfragestellen gibt es eine formalere Sprache. Es gibt noch sowas wie Sichten. Können Sie sich als sowas vorstellen wie Anfragen, die ich immer wieder stelle? Dann wäre es ganz nett, wenn ich die nicht jedes Mal neu stellen muss, sondern wenn es so eine Art Sicht auf die Datenbank gibt, wo einfach mein Ergebnis sozusagen zurückkommt, falls ich das mal geändert habe. Und dann gibt es noch sowas wie Snapshots. Das sind Sachen, die sind mir auch wichtig, die speichere ich, aber die ändern sich nie mehr. Also irgendwie eine Antwort auf eine Anfrage, die wird sich nie mehr ändern. Ich brauche sie zu diesem Zeitpunkt X und ich werde sie mir merken, dann nenne ich das Snapshot. Gucken wir uns also der Reihe nach an, was passieren wird. Also bei einer Anfrage möchte ich irgendwie Operationen folgen, benennen können und sagen, wenn ich die auf die Basisrelation X, Y, Z angewandt habe, kommt am Ende eine Ergebnisrelation raus, das ist die, die mich interessiert. Die muss berechnet werden, normalerweise. Also die wenigsten Anfragen sind so einfach, dass ich sage, gib mir mal Basisrelation X aus. Die meisten sind eher so, dass ich sage, nimm mal was aus der Tabelle und aus der Tabelle, pack das zusammen und gib es mir als Ergebnis aus. Die Ergebnisrelation ist also berechnet, abgeleitet. Das ist keine Basisrelation, typischerweise. Die kann man normalerweise auch von einem Datenbankmanagementsystem angezeigt bekommen. Man kann mit der weiterrechnen oder man kann sie auch in irgendeinem Programm sozusagen einlesen und damit weiterfahren. Eine Sicht ist eine Folge von Operationen, die man immer wieder benutzen wird. Also eigentlich ist es dasselbe wie eine Anfrage, nur dass ich einen Namen vergebe und sage, dieses Ding, rechne bitte damit, Datenbank, dass ich das immer wieder sehen will. Also auch falls sich im Hintergrund irgendwas geändert hat, möchte ich natürlich, dass die Sicht sich aktualisiert, dass das Anfrageergebnis sich
aktualisiert, falls ich sowas habe wie, was ist denn gerade mein Personalbudget? Wenn ich da morgen reingucke und jemand hat eine Gehaltserhöhung bekommen, dann soll das eben aktualisiert sein. Aber ich möchte die Anfrage nicht neu stellen müssen, sondern sagen, das ist meine Sicht, da gucke ich immer mal wieder rein. Speichert also das System dann langfristig für mich diese Anfrage unter diesem Namen. Man könnte auch Sichtrelation dazu sagen. Das ist auch nicht unbedingt eine von den Basisrelationen, typischerweise eben was Abgeleitetes wieder. Und ein Snapshot ist dann irgendwie eine Ergebnisrelation, also auch wieder Grundlage war eine Anfrage, die ich aber unter dem Snapshot-Namen ablege. Aber da gehe ich davon aus, dass ich den Stand zu dem Zeitpunkt, wo ich die Anfrage gestellt habe, meine, sodass es nicht mehr dynamisch sich ändern soll. Also die Sicht kann sich jedes Mal, wenn ich drauf gucke, geändert haben. So ein Snapshot soll einmal gesnapshottet worden sein und dann bleibt es so. Beispielsweise hier sowas wie eine Jahresbilanz für eine Firma. Das habe ich halt dann einmal zum Ende meines Steuerjahres oder sowas gemacht und gesagt, jetzt möchte ich aber, dass es so bleibt. Bitte speichere es so ab als Ergebnisrelation, die nie wieder manipuliert wird. Alles ein bisschen unterschiedlich. Anfragen sind im Prinzip die wenigst persistenten Sachen. Man kann damit jetzt in dem Moment erstmal weiterrechnen mit den Ergebnisrelationen von Anfragen. Aber wenn ich sage, ich möchte die immer mal wieder benutzen, dann muss ich mir überlegen, soll es eine Sicht sein oder ein Snapshot. Ansonsten ist die Ergebnisrelation irgendwann nicht persistent im Datenbanksystem und deswegen irgendwann weg. Wenn ich solche Ableitungen durchführe und sage, ich möchte einfach nur Dinge zusammenfassen, ohne dass ich jetzt Änderungen durchführe, dann bleiben die Basisrelationen auch unverändert. Es gibt aber eben natürlich auch Update-Operationen, mit denen könnte ich sie ändern. Wenn ich nur eine Anfrage stelle, ändere ich normalerweise nichts an den Basisrelationen. Manche Programmiersprachen haben so eine Anfragesprache eingebettet oder eine gute Schnittstelle zu sowas wie SQL oder SQL, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und da kann man dann also direkt mit den Ergebnisrelationen in der Programmiersprache weiterarbeiten. Ansonsten halt in dem Datenbankmanagementsystem und dessen Anfragesprache. Wobei Ausblick SQL wird sich schon so als einen Standard durchgesetzt haben, den viele versuchen abzubilden. Zumindest in irgendeiner relativ ähnlichen, zur Spezifikation relativ ähnlichen Form. Was möchte man von einer relationalen Anfragesprache? Na, so ähnliche Sachen, wie man sie eigentlich auch von einer Websuchanfragesprache möchte. Soll ad hoc formulierbar sein. Also natürliche Sprache ist für uns sehr ad hoc formulierbar. Ich kann einfach eine Anfrage stellen. Das wird bei SQL, also bei einer relationalen Anfragesprache, ein bisschen anders sein. Ich sollte die Sprache zumindest können. Das ist so ähnlich wie natürliche Sprache. Ich kann halt auch normalerweise keine Anfragen auf Japanisch stellen oder so, weil ich es nicht flüssig genug kann. Auf Deutsch oder Englisch geht es vielleicht. Wäre nett, wenn die Anfragesprache deklarativ ist, in dem Sinne, dass ich sage, was ich möchte und nicht, wie es berechnet wird. Ja, das ist eigentlich bei einer Suchanfrage im Web auch so, dass ich sage, ich hätte gerne einen Treffer, die diese oder jene Wörter enthalten, aber wie du das dann ausrechnest, ist mir egal. So ähnlich möchten wir es eigentlich bei einer relationalen Anfragesprache gerne auch haben. Es wäre nett, wenn es mengenbasiert ist. Diese Relationen, an die wir denken, das sind eigentlich immer nur Mengen. Also wäre das auch gut, wenn die relationale Anfragesprache mengenbasiert ist. Abgeschlossenheit wäre nett. Damit meinen wir, dass alles das, was als Ergebnis rauskommt, auch wieder die Eingabe für eine nächste Anfrage sein könnte. Also im Prinzip sollen Relationen rein, Relationen wieder raus. Sollte orthogonal sein, also sie sollten sich gut ergänzen und sollte adäquat sein. Okay, frag mal bei manchen vielleicht doch nochmal genauer nach, was wir meinen. Ad hoc formulierbar, also ich kann Anfragen formulieren, ohne dass ich ein Programm schreiben muss. Okay, ich kann vielleicht bei sowas, wenn Sie SQL schon mal gesehen haben, mal ganz am Anfang in der Vorlesung auch ein, zwei Beispiele. Sieht so ein bisschen aus wie eine Programmiersprache, aber es gibt einfach nur eine relativ klare Syntax und ich muss jetzt nicht programmieren können, um SQL zu können. Deklarativer Stil bedeutet also das, was ich gesagt habe. Was will ich denn und nicht wie will ich das? Wie mir das System die Antwort gibt, ist mir egal. Die Mengenbasiertheit heißt, im Prinzip arbeite ich auf Datenmengen. Also nicht navigierend auf einzelnen Elementen. Das war ganz am Anfang, bevor das relationale Modell entstand, gab es so ein bisschen so ein Netzwerkmodell, beispielsweise in der Datenbankwelt, als eben Kott noch nicht die Idee hatte, das alles als Tabellen zu formalisieren. Und da muss man tatsächlich sich zwischen den verschiedenen, ich sage jetzt mal Dingen, die in der Datenbank abgelegt waren, hin und her springen. Also zwischen verschiedenen Objekten, die da irgendwo waren, musste man Wege kennen. Das meint man hier mit navigierbar, das wäre nicht so doll. Deswegen mengenbasiert ist schon angenehm. Abgeschlossen, also all das, was als Ergebnis rauskommt, könnte ich auch wieder als Eingabe benutzen. Also es soll im Prinzip alles Relationen sein, Ergebnisse von Anfragen. Orthogonal, ich kann es beliebig kombinieren, in gewisser Weise. Also manche Sachen machen halt nur Sinn in einer bestimmten Reihenfolge, aber theoretisch kann ich es in dem Sinne beliebig kombinieren, dass mir keiner vorschreibt, welche Operatoren wo zu stehen haben. Das macht halt manchmal eben nur
einen Sinn in einer gewissen Reihenfolge, wenn man ein konkretes Ergebnis hat. Und adäquat soll es sein, das bedeutet im Prinzip das, was am Datenmodell unten drunter liegt, also im relationalen Modell, das soll eigentlich alles unterstützt werden. Dass eben Relationen beispielsweise die Eingabeparameter sind für Operationen. Das reicht natürlich noch nicht. Sie haben sofort daran gedacht, dass Ihnen noch ganz viele Eigenschaften fehlen würden, mindestens die hier. Es wäre ganz nett, wenn das vollständig in einem gewissen Sinne ist, also dass ich irgendwie sagen kann, all das, was ich als Anfrage formulieren können sollte, kann ich auch mit den Operationen, die in der Anfragesprache sind, formulieren. Also formaler würde man sagen, bezüglich eines bestimmten Kalküls, wo man sagt, das sollen die Sachen sein, die ich irgendwie ausrechnen könnte. Dafür brauche ich natürlich auch irgendwie Anfragekategorisierung. Es soll optimierbar sein, also ganz am Anfang der Vorlesung hatten wir sowas mal gesehen wie, mache ich zuerst eine Projektion oder zuerst eine Selektion? Da muss ich also irgendwie mich drüber auskennen, in welcher Reihenfolge machen vielleicht Operationen mehr Sinn, in dem Sinne, dass ich es schneller bekomme, das Ergebnis. Effizient bedeutet im Prinzip, es soll jetzt nicht 3 Wochen dauern, bis die Anfrage beantwortet ist. Es soll sicher sein, ja, sicher klingt immer super als Attribut, müssen wir uns mal überlegen, was wir meinen. Spezialisiert, warum soll es spezialisiert sein? Gucken wir mal, was wir damit meinen. Also vollständig. Im Prinzip, wenn ich sage, ich habe eine vorgegebene Algebra, bei Algebra denken Sie vielleicht wieder, was soll das sein? Algebra ist im Prinzip erstmal nur eine Grundmenge von Dingen und eine Menge von Operationen, die möglich sein sollen. Also möchte ich auch, dass in meiner Anfragesprache irgendwie, wenn ich sage, diese Operation hätte ich gern aus dieser oder jener Algebra, dass ich in meiner Anfragesprache eine Entsprechung habe, dass ich genau diese Operation durchführen kann. Optimierbar sollen jetzt nicht so 187.000 verschiedene Operationen sein, die sich keiner merken kann, sollen nicht zu viele Operationen sein und man muss irgendwie wissen, was sind denn Optimierungsregeln. Also, dass ich irgendwie Beziehungen zwischen den Operationen habe, dass ich sage, wenn ich immer das zuerst ausführe, dann ist das normalerweise Faustformel schneller, als wenn ich das als letztes mache oder so. Effizient, naja, soll jetzt nicht zu lange dauern, aber effizient ist halt in dem Sinne irgendwie, wenn Sie an theoretische Informatik denken, polynomiell wäre schon nicht schlecht. Also wenn man an sowas denkt, an Groß-O-Notation irgendwie, soll jetzt nicht viel länger als ein besonders niedrigstelliges Polynom sein. Sicher? In dem Sinne nicht sicher, wie man vielleicht so Cybersecurity-mäßig dachte oder so, sondern sicher meinen wir hier, wenn ich eine syntaktisch korrekte Anfrage stelle, dann soll die auch irgendwann aufhören und nicht eine Endlosschleife liefern oder mir ein unendliches Ergebnis liefern. In Datenbanken liegen normalerweise keine unendlichen Relationen drin, also zumindest in keiner, die ich kenne, hat noch keiner geschafft. Und wenn ich jetzt also auf Datenbanken irgendwie Anfragen stelle, dann möchte ich natürlich auch nicht, dass ein unendliches Ergebnis rauskommt und ich möchte das Ergebnis eben auch irgendwann bekommen und nicht irgendwie zum Auswerten einer syntaktisch korrekten Anfrage in eine Endlosschleife geraten. Das meinen wir hier mit sicher. Nicht sicher gegenüber Manipulation oder so, sondern erstmal sicher in dem Sinne, wenn ich die Syntax eingehalten habe, dann bekomme ich auch ein Ergebnis. Das Ergebnis könnte leer sein, aber ich bekomme auf jeden Fall ein Ergebnis. Was meinen wir mit spezialisiert? Naja, es soll jetzt nicht eine allgemeine, vollständige Programmiersprache sein, sondern soll vielleicht nicht all das können, was eine Programmiersprache kann, weil ich dann normalerweise, wenn ich ein bisschen spezialisierter bin und sage, eigentlich will ich ja nur Anfragen auf Relationen formulieren können und vielleicht Änderungen auf Relationen formulieren können, dann kann ich typischerweise die anderen Eigenschaften, die uns wichtig waren, Optimierbarkeit, Effizienz und Sicherheit, besser garantieren, als wenn ich jetzt so eine ganze Programmiersprache in der Anfragesprache verstecke. Also eigentlich muss es nicht vollständig als Programmiersprache sein. Okay, das wäre also alles ganz nett. Wunschzettel. Und jetzt müssen wir dann schauen, ob wir es in diesem Abschnitt hinkriegen, irgendwie eine relationale Anfragesprache schon mal theoretisch uns anzuschauen, die so zumindest viele von diesen Eigenschaften erfüllt. Und später, wenn wir dann sagen, naja, so wie wir es uns jetzt anschauen mit griechischen Buchstäbelchen und so, sieht eher so ein bisschen aus wie eine Algebra, wie wir es uns später tatsächlich praktisch benutzen werden, das wird dann SQL sein. SQL soll dann aber zu den entsprechenden Algebra-Ausdrücken äquivalente Formulierungen erlauben. Ja, was haben wir hier im Prinzip für Orthogonalität nochmal so ein bisschen? Also im Prinzip überall da, wo ich eine Basisrelation hinschreibe, die es wirklich in der Datenbank gibt, da sollte ich eigentlich auch eine Anfrage hinschreiben dürfen. Ne? Also es sollte irgendwie alles mit allem vermischbar sein, das wäre ganz nett. Wenn man sich die SQL-Standards von früher mal anschaut, in SQL 89, das deutet schon an, dass es ein paar Jahre her ist, dass der Standard existierte, also 1989 meint man damit, das war nicht in dem Sinne orthogonal, als dass man da
dem Teil, wo man fromm schreibt, im SQL nicht direkt noch eine neue Anfrage hinschreiben durfte, früher. Irgendwann ist es dann geändert worden. Optimierbar, das hatten wir schon mal so ein bisschen gesehen, sowas wie Faustformel Select for Joins zu machen, weil dann der Join schneller läuft. Das hatten wir mal so ganz am Anfang der Vorlesung zum Optimieren kurz motiviert, in einem ganz kleinen Beispiel, wo wir plötzlich größenordnungsmäßig viel weniger Rechenoperationen brauchten. Und für Effizienz ist es typischerweise so, dass eigentlich alle Operationen in höchstens quadratischer Laufzeit laufen. Also quadratisch in Anzahl der Tupel in der Relation, Anzahl der Zeilen in der Relation. Das möchte man üblicherweise sicherstellen. Also quadratisch ist jetzt nicht immer toll, haben Sie wahrscheinlich irgendwo mal mitbekommen. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was in der O-Notation eigentlich noch als Konstante versteckt ist. Aber im Prinzip, das, was wir hier sicherstellen können, ist, nichts ist länger als quadratisch und die Konstanten sind jetzt auch nicht riesig groß. Okay, das waren die Anforderungen, die wir haben. Jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen hin zu einer Anfragesprache entwickeln. Und das, was wir uns zuerst anschauen, ist eher so ein formaleres Konstrukt, die relationale Algebra. Dann werden wir uns noch Anfragekalkül, das konkreter anschauen, das Tupelkalkül. Und im nächsten Vorlesungsabschnitt, nach diesem Großrömisch 4-Abschnitt, gucken wir uns dann SQL genauer an. Und werden sehen, das, was wir alles jetzt hier in der relationalen Algebra als Operatoren gern sehen würden und benutzen wollen, das gibt es auch als Entsprechung in SQL. Was ist eine Algebra? Es gibt ja ganze Vorlesungen dazu. Hier für uns ist erstmal nur wichtig, ich habe im Prinzip zwei Sachen. Ein Grundbereich. Der Grundbereich für uns, das werden irgendwie Tabellen sein. Und eine Menge von Operationen, die irgendwie aus mehrstelligen zusammengehörigen Kombinationen des Grundbereichs irgendwie ein Ding aus dem Grundbereich wieder machen. Also Operationen können mehrstellig sein, die können auch einstellig sein, das ist hier so ein bisschen angedeutet. Eine Operation deuten wir erstmal mit so einem Kreis an und die kann beliebig stellig sein, von 1 bis hin zu n. Und am Ende kommt wieder irgendein Ding aus dem Grundbereich raus. Das wollen wir fordern. Also eigentlich habe ich bei einer Algebra erstmal nur einen Grundbereich und eine Menge von erlaubten Operationen, die über diesen Grundbereich mehrstellig sein können. Auf die Relationenalgebra bezogen wird es so sein, dass wir sagen, der Grundbereich ist eine Menge aller Relationen über den Schemata, die ich angegeben habe. Also ich habe beispielsweise aus meinem Entity-Relationship-Modell die ganzen Relationsschemata abgeleitet durch diesen Übersetzungsprozess, den wir uns im vorherigen Abschnitt angeschaut hatten. Und das sind jetzt meine Relationsschemata, da stehen Attribute drin und so weiter. Und das ist erstmal die Menge, die ich als Grundbereich ansetze. Also zu einer Menge von festen Attributen, die in meinem Relationsschemata vorkommen, das sind die, die mich interessieren, kann ich also irgendwie beliebige Kombinationen bauen. Das gehört in den Grundbereich. Und die Menge Groß Omega, die Menge der Operation, also O wie Operation, das sind dann Operationen auf Relationen, die ich zulassen möchte. Beispielsweise sowas wie eine hinter die andere zu hängen oder so. Die Operationen, die uns hier konkret interessieren wollen, für die Relationalgebra, sind eine Menge einstellige, also sowas wie eine Selektion, zu sagen, gib mir mal nur Tupel, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Eine Projektion, wo ich sage, von dem Tupel lass mal bitte nur die drei Attribute übrig. Eine Umbenennung, wo ich sage, das Attribut, der Name gefällt mir nicht mehr, ich möchte es gerne umbenennen, also Attribute oder vielleicht auch ganze Relationsschemata umbenennen. Macht dann Sinn, wenn ich bestimmte höherwertige, also mehrstellige Operationen benutzen will, die beispielsweise sagen, Attribute müssen gleich benannt sein oder so. Manchmal sind sie das nicht, dann muss ich es durch Umbenennen erst erzeugen. Mengenoperationen werden wir benutzen, also wir wollen Tabellen miteinander vereinigen, einen Durchschnitt von Tabellen bilden oder eine Differenz von Tabellen bilden. Menge in dem Sinne, dass wir sagen, sind Mengen von Tupeln. Nicht mehr Mengen von Attributen, sondern jetzt interessieren uns die Sachen, die da eigentlich drinstehen, die konkreten Instanzen aus der realen Welt, für die ich mir Informationen gemerkt habe. In einer Relation, also in einer Tabelle, werden wir immer sagen, so eine Zeile ist ein Tupel. Und die Mengenoperation, also jetzt über Mengen von Tupeln. Kartesisches Produkt, also einfach Tupel wieder miteinander irgendwie kombinieren. Und aber auch sozusagen sowas wie Spezialformen des kartesischen Produkts, wo ich einfach jeden mit jedem irgendwie zusammenschmeiße. Das macht nicht immer Sinn. Manchmal möchte ich auch den Verbund auf bestimmte Arten einschränken und sagen, natürlicher Verbund beispielsweise, den möchte ich haben. Falls zwei Attribute in zwei Relationen gleich benannt sind, dann könnte es ja Sinn machen zu sagen, ich verbinde erstmal nur die Tupel, bei denen diese Attributwerte dann auch gleich sind. Oder ich mache sowas wie einen allgemeinen, einen äußeren oder einen Semiverbund, kommen wir dann später nochmal dazu, wo ich sage, ich gucke nur von einer bestimmten Seite drauf, ob ich eine Entsprechung finde oder so.
Und vielleicht auch am Ende noch so ein bisschen was, das klingt schon relativ komplex und muss man auch aufpassen, wie man es benutzt, eine relationale Division, dass ich so sage, ich möchte zwei Relationen durcheinander teilen, dividieren können. Gucken wir uns am Ende dann nochmal an. Wir gehen so ein bisschen von einfach zu schwer, also von den einstelligen Sachen hin zu den mehrstelligen Sachen. Verbundoperationen beispielsweise sind typischerweise zweistellig, dass ich zwei Relationen reingebe und sage, verbinde die mir mal in einer gewissen Art. Muss nicht immer das kartesische Produkt sein. Einstellige, die einfachste einstellige Operation, hatten wir auch schon mal ganz am Anfang irgendwie gesehen, ist sowas wie eine Selektion. Da muss man aufpassen, wenn Sie schon mal SQL gesehen haben, Selektion und Select klingt so ähnlich, hatte ich glaube ich schon mal in der Vorlesung gesagt, ist aber nicht dasselbe. Aber ja, wäre ja zu einfach, wenn man alles irgendwie ganz einfach hätte. Selektion, gibt es eine Syntax für in der Relationalgebra, mein Syntax jetzt also, wie schreibe ich eine Selektion auf? Und die Semantik meint dann, was meine ich damit eigentlich, wenn ich das hingeschrieben habe? Für die Selektionsoperationen gibt es den griechischen Buchstaben Sigma, also irgendwie werden uns jetzt viele griechische Buchstaben begegnen, wenn Sie die handschriftlich aufschreiben wollen. Ja, ich könnte Ihnen bei einem Sigma, das kriege ich sogar selber noch hin, wenn ich ein Stück Kreide habe. Bei einem Sigma fängt man normalerweise wahrscheinlich so an, dass man sagt, ich fange hier an und drehe das dann so hoch, ne? Dann kriegt man es einigermaßen hin. Haben Sie vielleicht schon mal irgendwann in diskreter Mathematik oder irgend sowas üben müssen? Hier kommt es Ihnen jetzt zugute, dass Sie das können. Bei so einem Sigma kann ich unten irgendwie dran schreiben, was die Bedingung sein soll, nach der selektiert wird. Und ich gebe immer noch als Operator eine Relation ein. Selektion ist einstellig, deswegen gebe ich hier nur eine Relation ein. Klein r. Manchmal schreibt man auch sowas wie klein r von groß r, wenn ich das Schema mit hinschreibe, also die Attributnamen, die noch mit dazugehören. Oft ist es aber so, dass das Schema eh klar ist und dann sind wir schreibfaul und lassen das große r einfach weg und sagen nur Selektion auf Relation r. Dieses Condition hier, deswegen COND, soll also ein Prädikat sein, mit dem ich sage, was erwarte ich denn, welche Tupel dann im Ergebnis sind. Also ich möchte Tupel aus dieser Relation R selektieren, die eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, nämlich diese Condition, diese Eigenschaft COND. Und das Ergebnis soll also sein, eine Menge von Tupeln. T ist immer ein kleines Tupel, also T ist immer ein Objekt der realen Welt, was ich in so einem Relationsschema abgelegt habe als Zeile. Also beispielsweise bei einer Person irgendwie Vorname, Nachname, Adresse und so weiter oder Matrikelnummer. Das sind immer diese kleinen T's hier, Tupel aus den Relationen. Also ein Tupel aus der Relation, ich schreibe es sicherheitshalber nochmal hin. Klein T soll aus klein r sein, also ein Tupel aus der Relation hier. Und ganz wichtig, wenn ich dieses Prädikat hier auf T anwende, dann wertet das zu true aus. Also irgendwie kann ich eine Eigenschaft von T überprüfen. Beispielsweise sowas hier. Als Operanten darf ich Attributnamen benutzen, also irgendwie in dem Schema von der Relation R. Manchmal lasse ich es weg, wenn es sowieso hier klar ist. Aber diese Relation klein r hat ein Schema, das bedeutet Attributnamen, die also Spalten in der Tabelle entsprechen. Die darf ich benutzen als Operanten in so einer Condition. Ich darf Konstanten benutzen, also sowas wie Pi oder so, wenn ich möchte. Ich darf arithmetische Vergleichsoperationen benutzen, damit ich überhaupt irgendwie sinnvolle Selektionen ausführen kann. Also irgendwas soll gleich, irgendwas sein, kleiner, kleiner gleich, größer, größer gleich oder ungleich. Und ich kann logische Operatoren benutzen, um Dinge noch zu verknüpfen und zu sagen, naja, soll irgendwas und irgendwas gelten oder irgendwas soll nicht gelten. Gucken wir es uns in einem Beispiel an. Also hier unten eine kleine Relation. Wir sind im Fall Bibliothek offenbar irgendwie. Menschen leihen Bücher aus. Bücher haben eine Inventarnummer, offenbar. Also hier jetzt relativ kurz, sodass es auf die Folie tatsächlich passt. Und wir haben irgendwie in unserer Bibliothek sind aktuell offenbar nur vier Bücher ausgeliehen. Nämlich das mit der Nummer 4711, das mit der 1201, 0007 und 4712. Und wie man hier sieht, es muss nicht sortiert sein. Ne? Das ist halt jetzt in irgendeiner Reihenfolge. Ich weiß auch den Namen der Person, die das Buch ausgeliehen hat. Also Meier, wahrscheinlich selbe Meier, hat zwei Bücher ausgeliehen, 4711 und 4712, Schulz nur die 1201 und Müller die 7. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aus dieser Tabelle hier etwas selektieren, und zwar alle die Namen, aus dem Fall hier kann ich den Attributnamen benutzen, dieser Bezeichner hier ist ein Attributnamen, den es tatsächlich gibt, alle die Namen, die mit irgendwas kleiner gleich n anfangen. Das ist hier so eine Kurzschreibweise dafür, dass ich sage, Name soll kleiner gleich n sein. Und kleiner gleich meint jetzt hier in dem Fall,
zum Glück was, was man auch ein bisschen komplexer interpretieren kann. Also lexikografisch soll das vor N kommen oder bis hin zu N sein. Und da fällt also hier das ausgeliehene Buch von Schulz weg, beziehungsweise in dem Fall hier der Name Schulz fällt weg. Das, was ich sage, ist, ich soll aus Ausleihe selektieren. Mit selektieren meine ich nicht, dass irgendwelche Attribute wegfallen. Also die Ergebnisrelation soll dieselben Attribute haben wie vorher, Inventarnummer und Name. Aber hier kommen jetzt also nur noch die drei Tupel vor, bei denen der Name mit Nicht-S in dem Fall hier anfängt, weil S nach N käme. Okay. Was man hier sieht, es gibt keinen Namen für dieses Ergebnis. Das heißt, meine Ergebnisrelation, der habe ich keinen Namen gegeben. Also ich habe die Anfrage, selektiere mir bitte aus der Relation, der Basisrelation Ausleihe, all die Tupel, bei denen der Name mit höchstens N anfängt, da habe ich keinen Ergebnisnamen dafür dann gegeben. Das Ergebnis, was rauskommt als Algebra-Objekt, ist eine Relation, wieder über den Attributen von vorher, aber es kommen nicht mehr alle Tupel drin vor. Nochmal als Erinnerung, ich habe mit dieser Anfrage, die ich hier in der Mitte stehen habe, jetzt nicht die Basisrelation verändert, die ist immer noch so wie vorher, aber ich habe einfach eine Ausgabe erzeugt, in der das ausgeliehene Buch von Schulz nicht mehr mit dabei steht. Im Prinzip eine der einfachsten einstelligen Operationen, wo man so sagt, gib mir mal bestimmte Tupel, die bestimmte Eigenschaften haben. Das braucht man relativ oft in Anfragen, dass man sagt, von den Tupeln aus Relation X, gib mir mal bitte nur die, die eine bestimmte Eigenschaft erfüllen. Die Eigenschaft könnte komplexer sein, ne? Dadurch, dass ich hier auch logische Operationen benutzen kann, kann ich hier auch mehrere Sachen miteinander verknüpfen, auf im Prinzip die Art und Weise, wie wir es aus der Logik kennen. Wenn ich mehrere Selektionen nacheinander schreibe, dann kann ich die auch vertauschen, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Also es ist assoziativ, würde man dazu sagen. Und die Semantik ist konjunktiv. Ich meine damit nicht kommutativ, sondern konjunktiv. Wenn ich mehrere Selektionen hintereinander habe, dann hätte ich auch schreiben können, das und das und das und das. Also konjunktiv im logischen Sinne. Das Ergebnis muss dann alle einzelnen Selektionsprädikate erfüllen. Also im Prinzip kann ich, wenn ich selektiere, die Reihenfolge, in der ich die Selektion mache, die kann ich beliebig vertauschen und das Ergebnis wird immer das sein, was entsteht, wenn ich einfach alle Selektionen zusammen als ein Prädikat aufgefasst hätte. Zur Bezeichnung benutzen wir immer mal dieses kleine R, wenn das Schema klar ist und das kleine R mit dem Schema dahinter, wenn das Schema nicht klar ist. Aber hier hatten wir zum Beispiel eben nur die eine Relation, dann kann ich auch sagen, die heißt einfach erstmal nur Ausleihe, ohne dass ich noch hinschreibe, dass Ausleihe als Attribute Inventarnummer und Name hatte. Nur wenn es tatsächlich uneindeutig ist, werden wir das noch mit dazu schreiben, typischerweise nicht. Also typischerweise schreibt man nur, so wie hier, den tatsächlichen Namen der Relation hin, aber nicht das Schema, das dann noch Inventarnummer und Name beinhalten würde. Zweite wichtige Operation, die Projektion, die bezeichnen wir mit dem griechischen Pi. Bei der Projektion ist es wieder so, da gibt es ein Subskript dran und in dem Subskript sollen, damit meinen wir eine Attributmenge. Kleines Alpha, kleines Beta, typischerweise sind Attributmengen hier bei uns. Kleines R ist wieder die Relation, auf der ich irgendeine Projektion durchführe. Wenn das Schema klar ist, kann ich das gleich weglassen. Syntax also kleines Pi, unten Menge von Attributen. Wenn wir gleich sehen, dass wir ein kleines bisschen laxer sind, aus Schreibfaulheit wieder. Und die Semantik ist damit, dass ich sage, von den Tupeln aus dieser Relation R, gib mir mal bitte nur die Spalten, die ich in dieser Attributmenge benannt habe. Also ich nehme von den Tupeln nur noch die Spalten, die in Alpha vorkommen. Die Tupel selbst, die mussten insgesamt in der Relation vorkommen, aber ich nehme jetzt nur noch 3 Spalten statt 10 oder so. Beispiel, also angenommen, wir haben so eine Buchrelation, sind immer noch im Bibliotheksumfeld. In Buch gibt es vielleicht sowas wie Inventarnummer, Titel, eine ISBN und wer hat es geschrieben. Wenn ich jetzt sage, projiziere bitte mal in der Relation Buch nur noch auf Inventarnummer und ISBN, sind alle anderen Sachen weg. Also ich habe jetzt nur noch Inventarnummer und ISBN. Titel, Autor, weg. Manchmal macht es Sinn, das wegzuschmeißen, weil man es eh nicht braucht und sagt mal, wird die Zwischenrelation irgendwie ein bisschen kleiner. Oder man sagt, im Ergebnis interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, was für Bücher wir in unserer Bibliothek als Titel haben, sondern mich interessiert nur, welche Inventarnummern haben wir denn vergeben und welche ISBN passt zu welcher Inventarnummer. Das wäre also hier das Ergebnis, dann brauche ich den Titel und Autor nicht mehr. Wieder habe ich, wenn ich projiziere, nichts an der Basisrelation geändert.
Das ist wieder einfach nur hier die Ergebnisrelation, die hat auch keinen Namen bekommen. Die Basisrelation Buch ist danach noch dieselbe wie vorher. Also da steht immer noch Dr. No und Objekt und Datenbanken und so weiter als Buchtitel drin in meiner Ergebnisrelation, aber eben nicht, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass die Attribute weggelassen werden. Wenn ich Projektionen nacheinander mache, dann kann ich die auch vertauschen. Also wenn ich Projektionen im Algebra-Ausdruck unmittelbar hintereinander durchführe, dann kann ich die auch vertauschen, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Wenn ich die quasi hintereinander stehenden überlege, was soll am Ende rauskommen, dann ist es wieder eine konjunktive Semantik. Also es soll, am Ende kommt wieder nur das raus, was in allen Projektionen in der Schnittmenge als Attribut übrig bleibt. Also wenn ich am Anfang sage, projiziere bitte auf A und B und danach projiziere ich noch auf B und C, die Schnittmenge ist eigentlich nur B. Wenn ich am Anfang C wegprojiziert habe, kann ich es danach nicht nochmal wiederbekommen. Also eigentlich habe ich dann nur das, was am Ende dasteht. Wenn ich Selektion und Projektion kombiniere, muss ich ein bisschen aufpassen, ob ich es vertauschen kann. Kommt so ein bisschen darauf an, was in der Selektion in dem Prädikat steht, in dieser Bedingung, die ich bei der Selektion ausführen möchte. Also bei der Projektion habe ich eine Attributmenge und in diesem Prädikat hier können auch Attribute vorkommen. Normalerweise macht das Sinn, Attribute drin stehen zu haben. Und wenn ich die Prädikate, die ich hier bei der Selektion benutze, wenn ich erkenne, das ist eine Teilmenge der Attribute, die ich bei der Projektion benutzen wollte und die Projektion kommt danach, dann kann ich sie vertauschen. Aber nur, wenn es eine Teilmenge ist. Wenn nicht, muss ich zuerst selektieren und kann das danach projizieren. Aber ich könnte die Projektion noch vorziehen, wenn ich sehe, es sind die Attribute, die ich zum Selektieren dann brauche, die sind in der Projektion alle noch drin, sozusagen. Wenn die Projektion was davon wegschmeißen würde, dann darf ich nicht vertauschen, weil ich ja sonst die Selektion nicht mehr durchführen kann. Wenn ich sowas habe wie Attributmenge Alpha ist eine Teilmenge von Beta, was wieder eine Teilmenge von Gamma ist, also wir benutzen hier auch wieder diese Attributmengen, die griechischen Buchstaben, und ich sage, mach bitte erstmal Alpha, dann Beta, dann Gamma, dann ist irgendwie klar, das hier ist die kleinste Teilmenge, dann hätte ich auch einfach nur Alpha machen müssen. Also wenn ich sage, ich habe irgendwie verschiedene große Teilmengen voneinander, dann ist die kleinste, die dies am Ende bestimmt. Dann kann ich die anderen auch weglassen. Frage? Doch, keine Frage, sehr gut. Alpha ist immer eine Menge von Attributen, also angenommen, ich schreibe sowas auf wie Inventarnummer und ISBN, dann müsste ich eigentlich immer Mengenklammern drumherum machen. Wenn Sie hier genau mit einem scharfen Blick umschauen, habe ich keine Mengenklammern gemacht, um Schreibarbeit zu sparen. Ich weiß, es ist formal nicht ganz korrekt, aber irgendwie macht jedes Datenbankbuch, lässt die Mengenklammern hier drum weg. Eigentlich steht hier immer eine Menge von Attributen und die Interpretation ist halt, selbst wenn ich da keine geschweiften Klammern hinschreibe, eigentlich steht hier eine Menge. Also das ist eine Menge von Attributen, ohne dass ich die Menge mit hinschreibe. Ist so ein bisschen Schreibarbeit gespart, formal nicht ganz korrekt, aber es ist tatsächlich in jedem Datenbankbuch wirklich so. Das hat sich irgendwie durchgesetzt, dass man an die Projektion unten die Menge dran schreibt, dass man sagt, das wird irgendwie unleserlich, wenn ich da noch diese geschweiften Klammern hinschreibe, also lassen wir sie weg. Machen wir hier in der Vorlesung deshalb auch. Die Freiheit gönnen wir uns. Es ist auch nicht schlimm, wenn Sie das bei Übungsaufgaben oder einer Klausur so machen. Es ist eher komisch, wenn Sie es nicht machen. Schreibfaul sein ist irgendwie ein Charakteristikum davon hier. Was haben wir noch für einstellige Operationen? Das waren drei Stück. Die letzte ist die Umbenennung. Die heißt R wie Rename. Das R aber eben als römischer Buchstabe, das ist Rho. Also ein griechischer Buchstabe. Das griechische Rho. Wie kam ich auf römisch? Wahrscheinlich wegen R. Rho wie Rename. Also ich möchte irgendetwas umbenennen. Typischerweise schreibe ich noch so ein Mapping hin. Also was soll als Umbenennungsschema benutzt werden? Und hier ist es auch eigentlich immer so, dass man das Attributschema noch mit hinschreibt. Warum? Weil man sich im Mapping drauf bezieht. Manchmal kann man es trotzdem weglassen, wenn wirklich klar ist, was man meint. Im Mapping steht aber üblicherweise sowas wie aus A1 mache A2. Das soll dieser Linkspfeil hier andeuten. Der Name, der vorher A1 war, nenn den jetzt bitte A2. Also benenne bitte das Ding um. Wichtig dabei, A1 muss tatsächlich in dem Schema der Relation vorkommen, ansonsten macht es keinen Sinn. Und A2 darf da nicht vorkommen. Ich möchte nicht ein Attribut in ein anderes umbenennen, was es schon mal gibt. Typischerweise achtet man darauf, dass beim Umbenennen also ein neuer Name entsteht, den es vorher noch nicht gab. Die Semantik also, wenn ich das hier so hinschreibe,
aus A1, mach bitte A2. Okay? Es gibt noch eine zweite Art der Semantik, wenn ich da jetzt nicht ein Mapping von Attributen hinschreibe, sondern sowas wie einen neuen Bezeichner für die Relation, dann deute ich das dadurch an, dass hier keine Pfeile drinstehen. Hier unten, da sage ich einfach, bitte benenne die Relation klein r jetzt in klein s um, weil ich das gerade gerne hätte. Mir ist aufgefallen, der Name passt nicht gut für irgendwas, was ich machen möchte. Oder ich sage sowas wie, die Ergebnisrelation, benenne die mal bitte so, damit ich damit weiterarbeiten kann. Also wenn ich ein Mapping habe, dann erkenne ich das Mapping immer daran, dass da solche Linkspfeile drin vorkommen. Das bedeutet, Attribute werden umbenannt. Wenn hier nur ein kleiner, also kein Mapping mit Linksbuchstaben, Quatsch, mit Linkspfeilen steht, dann meine ich damit, das soll der neue Name für die Relation sein. Also ich kann Attribute umbenennen oder ich kann Relationen umbenennen. Für beides benutze ich denselben Operator Rho, aber im Subskript deute ich an, was passieren soll. Beispiel in der Relation Buch, mach bitte aus Titel Buchtitel. Also hier habe ich das Schema gar nicht mit hingeschrieben, aber es soll die Buchrelation sein, die wir vorher hatten. Mach bitte aus Titel Buchtitel. Titel gibt es in der Relation Buch, Buchtitel gibt es nicht. Also ist das eine okaye Umbenennung hier. Aus Titel Buchtitel, aus Gründen. Oder ich sage sowas, Buch gefällt mir nicht mehr, ich möchte bitte, dass die Relation Dokument heißt, weil da nicht mehr nur Bücher drinstehen, sondern vielleicht auch andere Sachen. Und der Unterschied ist, hier sehe ich so einen Linkspfeil. Der Linkspfeil bedeutet immer, auf der rechten Seite steht der alte Attributname, auf der linken Seite steht der neue. Wenn kein Linkspfeil dasteht, meine ich damit, das soll der Name für die Relation sein, den ich jetzt neu setzen möchte. Also bitte benenne Relation Buch in Dokument um. Warum macht man das? Naja, manchmal kann man nur durch Umbenennen die Voraussetzung für Mengenoperationen schaffen. Zu Mengen kommen wir gleich noch, aber oft sagen die Mengenoperationen, ja, die Attribute müssen gleich benannt sein. Und wenn ich also die Attribute erstmal noch nicht gleich benannt habe, kann ich sie dann umbenennen, um erstmal die Voraussetzungen zu schaffen, dass Mengenoperationen benutzt werden können. Mit der Umbenennung erlaube ich auch bestimmte Verbünde, also wo wir sagen, wir hatten am Anfang so gesehen, als Mengenoperation wird es sowas wie kartesisches Produkt geben. Wir wollen aber auch Verbundoperationen haben, damit meinen wir, wir wollen Tupel miteinander kombinieren können aus verschiedenen Relationen. Und oft ist es so, dass ich sage, ich möchte die Sachen miteinander kombinieren, die gleiche Attribute haben. Oder beziehungsweise noch genauer, für gleiche Attribute dieselben Werte haben. Wenn die Attribute aber schon unterschiedlich heißen, aber eigentlich dasselbe bedeuten, dann muss ich die Attribute erstmal umbenennen, sodass ich beim Verbund dann sage, bitte über dieses Attribut. Also auch da wieder die Voraussetzung schaffen durch Umbenennen, dass ich Dinge überhaupt miteinander verbinden kann. Ich kann aber auch, wenn ich zwei Sachen habe, wo die Sachen gleich heißen, sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so einen natürlichen Verbund, wo nur die Sachen verbunden werden, die gleich heißen, sondern ich möchte gerne das kartesische Produkt aus irgendwelchen Gründen haben. Dann muss ich erst dafür sorgen, dass die Sachen, die Attribute, die gleich heißen, jetzt unterschiedlich heißen. Dann wird das kartesische Produkt dann draus. Also umbenennen ist oft eigentlich nur eine Operation, die andere Operationen dann erlaubt, in gewisser Weise durchzuführen. Man könnte sich mal so ein Beispiel angucken und sagen, okay, es gibt Abhängigkeiten vielleicht zwischen Vorlesungen. Also um Vorlesung X zu hören, muss ich erstmal Vorlesung Y vorher gehört haben. Vielleicht gibt es eine Relation, die heißt Voraussetzen. In der gibt es eine Nachfolgervorlesung. Das Attribut heißt aber wahrscheinlich nur Nachfolger. Und es gibt einen Vorgänger, und damit meint man, das ist die Nachfolgevorlesung. Dafür muss ich die Vorgängervorlesung gehört haben als Voraussetzung. Jetzt könnte man fragen, was sind denn die Vorvorgängervorlesungen? Also wenn ich die Vorlesung 4711 hören will, welche muss ich denn auf Stufe 2 davor gehört haben? Okay, da müssen wir erstmal sagen, Voraussetzen habe ich nur mal als eine Tabelle hier. Ich benenne das erstmal um. Einmal in V1 und einmal in V2. Jetzt habe ich die Basisrelation quasi in zwei Kopien. Die zwei Kopien kann ich jetzt mit dem kartesischen Produkt verbinden. Vorher ging das nicht, da hatte ich die nur einmal. Jetzt habe ich also V1 mit V2, also jedes Tupel, was in V1 steht, ist jetzt mit jedem Tupel in V2 verbunden. Ich habe jetzt plötzlich eine riesige Relation draus gemacht, quadratisch groß. Jetzt sage ich, bitte in der hier, schau mal auf die, wo der Vorgänger in V1 der Nachfolger in V2 ist, sodass ich dieses Koppeln hinbekomme. Ich möchte zwei Stufen sozusagen vorausschauen. Also der Vorgänger in V1 soll das sein, was in V2 der Nachfolger ist. Und ich möchte gerne auch eigentlich nur diese 4711 als den Nachfolger in dieser V1 dann sehen. Also 4711 steht ganz oben in V1. Jetzt gehe ich über den Vorgänger von 4711 in diese
Relation V2, gehe da auf dem Nachfolger und frage jetzt, was ist denn da in V2 der Vorgänger? Nur darauf projiziere ich dann am Ende. Also ich setze zwei Kopien meiner voraussetzenden Relation zusammen, indem ich alle Tupel miteinander mixe, auf alle Arten. Und dann sage ich, ja, okay, davon will ich aber eigentlich nur ein paar mir anschauen. Der Nachfolger ganz oben, also das, was mich eigentlich interessiert, soll die 4711 sein. Und über diesen Vorgänger in der Relation V1, also über das Attribut, das heißt jetzt V1 Vorgänger, möchte ich mich zum V2 Nachfolger hangeln. Das sollen jetzt nur die Tupel sein, wo die zwei Nummern, die zwei Vorlesungsnummern identisch sind. Und von denen interessiert mich eigentlich wieder jetzt dann nur von den Tupeln, die übrig geblieben sind, der Vorgänger. Jetzt weiß ich, was sind die Vorvorgänger von 4711. Also nur die interessieren mich hier. Hier kommt dann Nummern raus. Und die Voraussetzung, die ich schaffen musste, ist, dass ich bestimmte Sachen umbenenne, nämlich die eine Relation in V1 und die andere in V2. Und dass ich jetzt hier sage, ich referenziere auf die Attribute, die gleich heißen, indem ich sie noch qualifiziere durch den Relationennamen davor. Also es gibt einen Nachfolger in V1 und es gibt einen Nachfolger in V2, welchen ich meine, deute ich durch diese Punktnotation an, die Sie auch schon im Prinzip aus objektorientierten Programmiersprachen kennen. Ich sage in V1 bitte den Nachfolger. Aber das Attribut heißt jetzt eigentlich erstmal nur V1 Nachfolger. Dafür wird dann dieses kartesische Produkt hier sorgen. Gucken wir uns später nochmal an. Zuerst gucken wir uns die anderen Mengenoperationen an, die so ein bisschen natürlicher sind, also Vereinigung, Durchschnitt, Differenz. Nicht überraschenderweise wird als Operator das benutzt, was man kennt. Also das sieht aus wie eine Vereinigung, das sieht aus wie ein Durchschnitt. Das hier sieht nicht aus wie eine Mengendifferenz, aber es sieht immerhin aus wie eine Differenz, wie ein Minus. Warum schreiben wir nicht die Mengendifferenz hin? Er hat sich auch so eingebürgert in der relationalen Datenbankwelt. So ähnlich wie die Mengenklammern wegzulassen bei einer Projektion, haben die Leute einfach angefangen, das Minus zu schreiben und nicht diesen, Sie kennen wahrscheinlich diesen Backslash, ne, als Mengendifferenz, hat sich nicht durchgesetzt in der relationalen Welt. Um uns dran zu halten, um nicht ganz anders zu sein, machen wir das jetzt hier auch. Was ist die Semantik? Na, im Prinzip gehen wir der Reihe nach durch. Wenn ich zwei Relationen vereinige, meine ich damit, bitte gib mir als Ergebnis alle die Tupel, die sowohl in der 1 als auch in der 2 sind. Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wir haben eine Buchrelation und eine Book-Relation. In der Buchrelation ist der Autor das Attribut deutschsprachig, in irgendwie meiner Schwesterbibliothek heißt die Relation Book und ich habe Orphe und ich will jetzt wissen, was habe ich denn für, von welchen Autoren habe ich denn Bücher in beiden? Was ist die Vereinigung der Autoren in beiden Bibliotheken, die ich jetzt hier habe? Was ich mache ist, dass ich sage, okay, ich benenne mal in Book Author in Autor um, weil erst dann macht es Sinn. Also das Attribut sollte gleich heißen. Hier heißt es Author, hier heißt es Autor. Eins von beiden muss ich umbenennen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Englischsprachige auf Deutsch umzubenennen. Und dann vereinige ich die beiden Relationen Buch und das Book, wo ich aber das Attribut jetzt umbenannt habe. Kommt jetzt als Ergebnis also eine Relation raus, wo nur die Spalte Autor drinsteht. Und von oben nach unten, James Bond, okay, gab es hier nicht nochmal, also James Bond kommt von hier, Heuer kommt von der Buchrelation, Vossen kommt aus der Buchrelation, Ullmann kommt aus der Buchrelation, Wirth kommt aus der Buchrelation. Jetzt wird es langsam interessant, soll ja eine Mengenrelation sein. Witt gab es vorher noch nicht, wird also übernommen. Vossen gab es aber hier schon mal. Vossen gibt es jetzt nur einmal im Ergebnis. Soll eine Mengenoperation sein. Also mehrfach vorkommen, kommen nicht vor. Das ist keine Multimenge, sondern eine Menge. Ja, Frage? Wenn ich solche Attribute jetzt umbenenne und jetzt gleich heißen, vereinigt denn die Anchef automatisch, aber was passiert, wenn die unterschiedliche Datentypen haben? Also zum Beispiel das eine. Ah ja, okay, das ist eine gute Frage. Das Umbenennen alleine reicht ja vielleicht gar nicht. Was ist denn, wenn das eine ein String ist und das andere sind Zahlen? Ja, dann habe ich halt Strings und Zahlen in der Ergebnisrelation gemischt. Also da muss ich selber schon drauf aufpassen, dass das, was dann gleich heißt, auch dasselbe bedeuten soll. Na, hier in der relationalen Algebra nicht, nee. In der relationalen Algebra käme keine Fehlermeldung, es sollte einfach, ja, soll vereinigt werden. Wir haben hier gar keine Datentypen so richtig in dem Sinne angegeben, ne? Ich habe halt einfach gesagt Autor und da steht halt ein Name. Und die Grundintuition, die hoffentlich alle haben, ist, Namen sind Strings.
Aber ja, wenn Sie da was anderes hinschreiben und als Name 1297 hingeschrieben haben oder so, ja, steht halt 1297 dann mit da. Ich würde jetzt hier in der relationalen Algebra erstmal nicht zwischen verschiedenen Typen unterscheiden. In der SQL-Welt kann es dann anders aussehen. Da könnte das Ding dann sagen, da soll eine Vereinigung von Sachen, die heißen zwar gleich, aber das eine sind Zahlen und das andere sind Buchstaben, wirklich. Ja. Aber hier in dem Fall haben wir ja gesehen, sozusagen durch draufgucken, es sollen alles Namen sein. Das einzig Blöde für die Mengenoperation war, dass das hier anders hieß. Deswegen haben wir es jetzt gleich benannt und dann gehen wir der Reihe nach durch und stellen dann hier, also beim Menge aufschreiben, fange ich halt hier oben an. Witt gab es noch nicht und dann habe ich gesehen, Vossen gibt es schon, schreibe ich nicht nochmal auf. Silberschatz gab es noch nicht, Meier gab es noch nicht, aber Wirt gibt es schon hier drüben wieder, also gibt es auch Wirt hier nur einmal. Das soll die Menge sein, nicht die Multimenge, die dann am Ende rauskommt. Wichtig aber eben, dass ich die Attributnamen gleich mache, sonst würde die Mengenoperation in der relationalen Algebra sagen, also jetzt nicht als Compilerfehler, aber die kann ich nicht anwenden. Ich kann die Mengenoperation nur anwenden, wenn irgendwas gleich heißt. Attribute in dem Fall hier. Beim Durchschnitt muss ich auch wieder, was möchte ich im Durchschnitt? Naja, ich möchte die Tupel haben, die sowohl in der einen als auch in der anderen sind. Also bei der Vereinigung wollte ich Tupel haben, die in der einen oder in der anderen sind. Logisches oder, hier logisches und. Also ich soll nur die ausgeben, die in beiden sind. Naja, welche sind denn in beiden? James Bond ist es nicht, Heuer ist es nicht, der Herr Vossen ist in beiden und der Herr Wirt ist in beiden. Also wird das, was als Ergebnis rauskommt, nur Vossen und Wirt enthalten. Wieder, um die Mengenoperation überhaupt anwendbar zu machen, habe ich erstmal aus Author Autor gemacht. Diese Umbenennung wieder, damit es tatsächlich funktioniert. Ansonsten hätte ich ein leeres Ergebnis bekommen, weil eine Relationenalgebra die Voraussetzung ist, dass die Attribute gleich heißen. Hier würden sie nicht gleich heißen, käme ein leeres Ergebnis raus. Und als letztes die Mengendifferenz. Jetzt will ich nur die haben, die, also aus der einen Relation ziehe ich die andere ab. Ich möchte also nur die Tupel im Ergebnis haben, die in der Relation R1 stehen, aber nicht in der Relation R2. In dem Fall ist Tupel jetzt hier immer nur eins und Ding, damit man es gut auf die Folie packt. Ich will jetzt also nur die haben, die in Relation R1 stehen, aber kein Gegenstück in 2 haben. Okay, James Bond gibt es hier drüben nicht nochmal, kommt also ins Ergebnis. Heuer gibt es hier drüben nicht nochmal, kommt also ins Ergebnis. Vossen gibt es hier drüben nochmal, ziehe ich ab, kommt nicht ins Ergebnis. Ullmann gibt es hier nicht nochmal in Book, kommt also ins Ergebnis. Wirt gibt es hier drüben nochmal, ziehe ich also ab. Ich habe also aus der hier alle die abgezogen, die auch hier drin vorkamen. Wieder, indem ich vorher sichergestellt habe, dass es überhaupt Sinn macht, attributnamenstechnisch. Und dann kommen hier nur noch die vor, die hier nicht mit drin stehen. Ja, klassische Mengenoperation, hier in dem Fall Mengen gedacht auf Tupeln, die in Relationen stehen. Die Relationen selbst, die sind auch nicht sortiert. Ne? Also das ist halt, man könnte es alphabetisch sortieren, damit man beispielsweise nach Autor oder so, damit man es leichter eine Reihenfolge lesen kann oder nach ID oder so, aber wir gehen erstmal davon aus, dass die Relationen nicht sortiert sind. Müssen sie nicht sein. Deswegen waren die auch mal in irgendeinem beliebigen Schema, einer beliebigen Reihenfolge. Nicht beliebiges Schema, das Schema sind die Attributnamen, sondern eine beliebigen Reihenfolge. Ja, nochmal der Hinweis, A minus B schreibt man mit einem Minus und nicht mit einem Mengenminus, weil einfach die Relationenalgebra-Leute das Mengenminus nicht gut finden. Kartesisches Produkt mit einem Vorwärtsverweis auf den natürlichen Verbund, zu dem müssen wir uns dann also auch später nochmal anschauen, was passiert. Das kartesische Produkt, ja, das ist erstmal auch nicht so spektakulär und schreibt es als ein Kreuz hin, also so ein das Kreuz das Ding, so wie man es vielleicht auch erwartet hätte. Ich schreibe normalerweise den Schemanamen hin, den ich mit dem anderen Schemanamen verkreuzen möchte und vielleicht aber auch die Attributmengen, falls die nicht sowieso klar sind. Der Durchschnitt der Attributmengen, wenn der leer ist, dann bilde ich einfach alle Tupel, die ich bilden kann, indem ich sage, jedes Tupel von der einen Seite wird mit jedem Tupel von der anderen Seite zusammengepackt. Deswegen so viele Tupel, wie ich in R1 hatte, mal so viele Tupel, wie ich in R2 hatte, werden insgesamt im Ergebnis kommen. Und im Ergebnis wird das Schema einfach die Vereinigung der Attributmengen sein, wenn die vorher einen leeren Schnitt hatten. Wenn die Attributmengen vorher einen leeren Schnitt hatten. Die Semantik ist, kartesisches Produkt wende ich nur an, wenn ich vorher keine gleichen Attribute hatte. Frage? Ja, zur Benutzung kommen wir noch. Wofür ist es gut? Manchmal ist es gut, um einfach jedes Tupel mit jedem zu verbinden.
Und wir hatten es hier schon einmal vorher benutzt, ohne dass wir konkret die Relation so ein bisschen angesprochen hatten, aber hier haben wir es mal benutzt und gesagt, ich möchte von der einen Voraussetzung zur Vorvoraussetzung gehen, das heißt, ich habe die Voraussetzungen zwei, also dieselbe Relation nochmal mit sich zusammengehängt. Hier an der Stelle haben wir das kartesische Produkt mal benutzt. So oft braucht man es nicht. Viel häufiger ist tatsächlich, dass ich sage, bitte verbinden nur Tupel, die einen gleichen Attributwert haben, für das Attribut, was gleich heißt. Manchmal hat man aber auch Sachen, wo ich sage, ich möchte jedes mit jedem verbinden, egal, ob da die Attributwerte gleich sind. Kommen wir später dann nochmal vielleicht in der Übung auch spätestens dazu oder auch auf späteren Folien. Aber es macht tatsächlich auch Sinn, das als Operation zu haben, das kartesische Produkt. Eins zu viel. Als erstes muss ich aber als Voraussetzung sicherstellen, die Semantik beim kartesischen Produkt, es gibt keine gleichen Attributnamen. Das heißt, was muss ich machen, wenn es gleiche gibt? Muss die umbenennen. So wie bei Mengenoperationen muss ich dafür sicherstellen, dass die Attribute gleich sind, damit ich überhaupt die Mengenoperation durchführen konnte. Um das kartesische Produkt durchzuführen, muss ich sicherstellen, dass es keine gleichen Attribute gibt. Wenn es gleiche Attribute gibt, würde man eher immer davon ausgehen, dass man einen natürlichen Verbund oder sowas machen will. Kommen wir später noch dazu. Also, dass ich nur Tupel verbinden will, die auf dem Attribut, was gleich heißt, auch denselben Wert beispielsweise haben. Wenn es aber keine gleichen Attribute gibt, dann generiere ich ein neues Schema, was die Attributmengen vereinigt. Und ich weiß auch schon, wie viele Tupels geben wird, nämlich so viele, wie es vorher gab, in der einen mal so viel, wie es vorher gab, in der anderen, weil jedes mit jedem verbunden wird. Und als Tupel kommen jetzt die rein, alle Tupel, die ich über diesem neuen Schema habe, wenn ich eine Entsprechung von dem Tupel in dem alten Schema A1 finde und in dem alten Schema A2 finde. Also ich nehme jetzt die Tupel zusammen, die es vorher in dem einen Schema, in dem anderen Schema gab, die packe ich hintereinander, also die Attribute. Beispiel, also sowas wie, ist jetzt ein langweiliges, hier sehe ich jetzt auch nicht so direkt, warum man das bräuchte, aber angenommen, ich habe eine Relation Buch mit Autoren und eine Relation Book mit Authern. Wenn ich die jetzt zusammenpacken will als kartesisches Produkt, muss ich nichts machen, weil die Attribute heißen schon unterschiedlich. Semantisch bedeuten sie zwar dasselbe wahrscheinlich, also das eine mal einen Autorennamen, das andere mal ein Authorname, aber sie sind unterschiedlich bezeichnet. Das heißt, was macht das kartesische Produkt? Es schreibt James Bond mit jedem Ding hin, dass es auch in dem anderen Ding gibt. Also 1, 2, 3, 4, 5 Mal. 1 mit Witt, 2 mit Vossen, 3 mit Silberschatz, 4 mit Meier, nochmal mit Wirt. Witt, Vossen, Silberschatz, Meier, Wirt. Einfach, stoisch, 1, jedes mit jedem. Und den Rest habe ich jetzt hier nur angedeutet. Dasselbe für Heuer, also 5 mal Heuer, 5 mal Vossen, 5 mal Ullmann, 5 mal Wirt. Frage? Jetzt habe ich Ihre Frage nicht verstanden. Was ist sicher, dass ich schreiben darf? Naja, es steht ja, dass beide getrennt sozusagen sein müssen, in der Vereinigung eine Leere. Die Vereinigung hier, das ist die Vereinigung der Attributnamen. Also es soll keinen Attributnamen geben, den es in dem einen und dem anderen gibt. Der Attributname ist Autor, der Attributname ist Author. Das hier ist ein konkreter Wert, das hier wird und hier wird steht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass das, was hier oben steht, unterschiedlich ist. Also Autor und Author. Das muss unterschiedlich sein. Dass es hier den Herrn Vossen gibt und hier den Herrn Vossen gibt und hier den Herrn Wirt gibt und hier den Herrn Wirt gibt, das ist nicht wichtig. Das sind jetzt die Attributwerte. Die meinen wir nicht. Hier meinen wir nur, die Schemata dürfen keine gleichen Attribute enthalten. Nur dann ist das kartesische Produkt erstmal erlaubt. Ich kann es natürlich mit der Umbenennung immer erlauben, also hinbekommen. Wenn es zwei gleiche Attributnamen gibt, benenne ich halt den einen vorher um, sodass er anders heißt. Ja, warum jetzt hier konkret das Buch mit Book kartesisch gekreuzproduktet wurde, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber manchmal braucht man es wirklich, wie in dem Beispiel vorhin, wo wir den Vorgänger der Voraussetzung von Vorlesung wollten. Und wir haben nur eine Voraussetzungsrelation gehabt. Hier in dem Fall, naja, es kommt halt irgendwas raus, was schon nicht mal mehr auf die Folie passt, deswegen angedeutet durch diese Punkte hier. Also einfach kanonisch, 5 mal Heuer, 5 mal Vossen, 5 mal Ullmann, 5 mal Wirt mit eben den entsprechenden Verbindungen zu den Autoren, Orphos, meine ich dann. Also bei gleichen Attributen muss ich sicherstellen, dass ich die umbenenne. Ich kann sie auch einfach so umbenennen, dass ich sage, ich
qualifiziere das, mit dem ich das alte Schema noch mit hinschreibe, so wie wir es bei den Voraussetzungen gemacht hatten, wo wir gesagt haben, das eine nenne ich V1, das andere V2, jetzt sind die Attributnamen automatisch dadurch unterschiedlich, dass ich sage, wenn ich das Attribut in V1 meine, schreibe ich noch V1 davor, wenn ich das in V2 meine, schreibe ich V2 davor. Ansonsten ist relativ klar, dass das, was das kartesische Produkt als Ergebnis hervorruft, quadratisch groß ist. Angenommen, ich habe eine Relation, die hat n-Tupel und ich habe eine andere Relation, die hat auch n-Tupel. Das Ergebnis ist n mal n-Tupel groß, beziehungsweise das eine ist n, das andere m, n mal m. Also das ist eines der schlimmsten Dinge, die man hinkriegen kann, wenn Sie sich daran erinnern, wir wollten sicherstellen, dass alles in groß O von n-Quadrat läuft. Kartesisches Produkt ist quasi eines der schlimmsten, die man hinbekommen kann. Nicht, weil es so komplex ist, das auszuwerten, sondern einfach, weil es so lange dauert, das hinzuschreiben. Ich gehe ja immer nur ein Tupel hier und gehe mit jedem durch. Dann fange ich wieder hier oben an, bin hier beim nächsten, nehme wieder jeden dazu. Also es ist jetzt nicht besonders komplex, das kartesische Produkt tatsächlich auszurechnen, aber es braucht halt viel Platz. Und das muss ich alles einmal hinschreiben, dann brauche ich auch mindestens die quadratische Rechenzeit. Mehr brauche ich aber eigentlich auch nicht. Aber es ist eins der Sachen, die eben an der Effizienzgrenze nagen. Man sagt, Effizienz ist quadratisch. Okay. Wie kann ich jetzt Ausdrücke konstruieren? Zum Verbund kommen wir dann später nochmal. Aber als erstes kann ich natürlich Sachen miteinander kombinieren und sagen, jede Basisrelation ist ein relationaler Algebra-Ausdruck. Die Verbünde, die wir dann später aufschreiben werden, da werden wir sehen, die sind eigentlich nur Kurzschreibweisen für Sachen, die ich mit dem kartesischen Produkt auch hätte machen können. Aber jede Basisrelation ist ein relationaler Algebra-Ausdruck. Jetzt wollen wir so sagen, was kann man aus relationalen Algebra-Ausdrücken machen, die man schon kennt. Naja, man kann noch Ausdrücke kombinieren. Angenommen, ich habe zwei relationale Algebra-Ausdrücke. Achtung, ich benenne die jetzt E1 und E2 und meine hier, wir sind im Vorlesungsabschnitt römisch 4, es sind keine Entity-Typen mehr. Beim relationalen, beim R-Modell sind wir schon gar nicht mehr. Also deswegen erlaube ich mir jetzt hier, das nochmal wieder zu benutzen, die Schreibweise, weil es einfach Expression E irgendwie die Analogie ist. Ausdruck, die Analogie ist nicht so nett, würde man A benutzen, A sollen aber Attribute sein. Also deswegen benutzen wir hier wieder E, mit dem Hintergedanken, dass das ER-Modell schon lange hinter uns liegt, wir also nicht mehr bei Entity-Typen sind. Angenommen, ich habe einen Ausdruck E1 und einen Ausdruck E2, dann kann ich die kombinieren, indem ich Mengenschreibweisen dazwischen schreibe, also sage E1 vereinigt mit E2, E1 Durchschnitt mit E2 oder E1 und ich ziehe E2 davon ab. Ich kann das Kreuzprodukt bilden, ich kann eine Selektion auf eins dieser Dinge machen mit einer Condition. Ich kann eine Projektion machen mit einer Attributmenge und ich kann eine Umbenennung machen, indem ich Attribute umbenenne oder indem ich das Ganze, diese Algebra-Ausdruck, indem ich den umbenenne. Gucken wir uns nochmal an, wozu und was alles erlaubt sein muss. Naja, das hier kann ich nur machen, wenn die gleichen Relationsschemata besitzen, also die Attribute gleich heißen. Das hier kann ich eigentlich nur machen, wenn sie kein gemeinsames Attribut haben, hatten wir uns eben angeschaut. Wenn ich so eine Condition anwende, dann muss natürlich in der Condition all das, was ich an Attributen verwende, auch hier im Schema tatsächlich von E1 vorkommen. Das könnte ja ein Ausdruck sein, der schon eine neue Ergebnisrelation ist, der hat auch wieder ein Schema. Ich kann also nur hier auf Dinge zugreifen in diesem Prädikat, die es tatsächlich hier auch gibt, ansonsten macht es keinen Sinn. Und bei der Projektion muss ich natürlich sicherstellen, dass ich nur auf Attribute projiziere, die es hier auch tatsächlich gibt. Also das, was ich hier als Attributnamen benutze, muss es auch hier als Attributnamen geben. Könnte ich durch Umbenennung wieder hinkriegen. Was mache ich bei der Umbenennung? Naja, aus Attributnamen A1 mache ich A2, wenn ich das mit diesem Linkspfeil schreibe. Oder aus dem Namen der Relation E1 mache ich jetzt den Namen S, wenn ich das ohne Linkspfeil hinschreibe. Was kann man also machen? Zum Beispiel kann ich Ausdrücke immer weiter schachteln. Irgendwas, was ich schon ausgerechnet habe, kann ich wieder als Eingabe eines neuen Ausdrucks benutzen. Zum Beispiel sowas, ich sage, in meiner Angestelltenrelation, wo offenbar irgendwie Informationen über Angestellte einer Firma drinstehen, dann selektiere ich erstmal nur die Angestellten, die in Abteilung 5 arbeiten, aus irgendwelchen Gründen. Und von denen interessiert mich aber nur Nachname und Gehalt. Also ich will wissen, wer in Abteilung 5 verdient denn wie viel. Aber Vorname interessiert mich schon wieder nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass da nicht sich irgendwas doppelt, beispielsweise. Was passiert? Angenommen, ich habe so eine Angestelltenrelation, also die muss es auf jeden Fall geben, der Name hier muss diesem hier entsprechen. In der Angestelltenrelation weiß ich auch schon, es muss eine Abteilungsnummer als Attribut geben, okay, die steht hier,
Und es muss auch Nachname und Gehalt als Attribut geben. Nachname steht hier, Gehalt steht hier. Zusätzlich gibt es noch Vorname und eine Bezeichnung für die Abteilung offenbar. Die hat mich aber für den Algebra-Ausdruck gar nicht interessiert. Aber alle anderen Voraussetzungen sind erfüllt. Also das, worauf ich selektieren will, gibt es. Und das, worauf ich projizieren will, gibt es. Und die Relation selbst gibt es auch als Basisrelation. Was passiert? Gucken wir uns einen Ausschnitt an. Also beispielsweise irgendein Herr Smith, ein Herr Sotelo und eine Frau Brinn arbeiten in der Firma. Smith und Sotelo in Research, das ist genau die Abteilungsnummer, die uns interessieren wird. Brinn in Accounting, das ist irgendeine andere Abteilungsnummer, anderes Gehalt. So, was passiert, wenn man die sozusagen die Schachtelung jetzt von innen nach außen anwenden? Angestellte Relation ist also die, ist noch was drüber und was drunter, interessiert uns erstmal nicht so. Jetzt selektiere ich, also ich wähle nur noch die Tupel aus, bei denen die Abteilungsnummer 5 ist, fällt also Frau Brinn weg, weil sie in Abteilung 3 arbeitet und nicht 5. Wir haben jetzt nur noch die beiden hier übrig. Angenommen, es gibt in der Relation sonst keine weiter, die 5 haben. Auf die habe ich jetzt selektiert. Jetzt gehe ich wieder einen Schritt nach außen und sage, eigentlich wollte ich noch eine Projektion haben. Das, was übrig bleibt, sind also nur noch Nachname Smith Sotelo und Gehalt 6.000 und 5.000. Alles andere habe ich weggeschmissen. Ausgegraute Sachen habe ich entweder bei der Selektion, bei der Auswahl verloren, beziehungsweise ich wollte es ja nicht auswählen, oder ich habe es beim Projizieren als uninteressantes Attribut noch weggeschmissen. Also aus einem Algebra-Ausdruck kann ich andere Algebra-Ausdrücke machen, indem ich die Operationen, die wir bis jetzt erlaubt haben, hier weiter zusammenschachtele. Ich kann auch benannte Ergebnisrelationen weiter benutzen. Ich könnte sowas sagen wie aus der Selektion der Angestellten-Tabelle auf Abteilungsnummer 5, mach bitte mal eine neue Relation, indem ich wieder diesen Linkspfeil hier so ein bisschen missbräuchlich benutze. Also ich benenne die Relation jetzt Abteilung 5 Angestellte. Ich meine damit im Prinzip, aus der Abteilung 5 habe ich die selektiert, die Mitarbeitenden, die in Abteilungsnummer 5 arbeiten. Dann habe ich eine neue Zwischenrelation, die jetzt Ergebnis war, die habe ich benannt und gesagt, die könnte ich nochmal benutzen wollen, jetzt aber unter diesem Namen Abt 5 Angestellte. Da stehen jetzt also nur noch Smith und Sotelo drin mit ihren entsprechenden Gehältern und aber den Zusatzinformationen auch noch. Ich habe noch keine Attribute weggeschmissen. Wenn ich jetzt sage, aus Abteilung 5 Angestellte mache ich noch eine Projektion auf Name und Gehalt und das, was dann rauskommt, das möchte ich gerne, dass es heißt Ergebnisrelation und Name und Einkommen, nicht mehr Gehalt sondern, und auch nicht mehr Nachname, sondern es soll Name und Einkommen heißen. Damit meine ich jetzt hier, indem ich das, diesen Linkspfeil wieder so ein bisschen missbräuchlich benutze, Einkommen soll zu Gehalt passen, Name soll zu Nachname passen und Ergebnisrelation soll der Name der Relation sein. Also so ein bisschen Semantik habe ich jetzt hier drin versteckt, dass ich sage, macht es bitte so, dass es sinnvoll ist. Nicht das, was vorher Gehalt hieß, soll jetzt Name heißen und nicht das, was vorher Nachname hieß, soll Einkommen heißen, sondern in der Reihenfolge bitte einhalten. Und dann habe ich jetzt also die Ergebnisrelation genannt. Die Namen, die da drin aufgeführt werden, sind jetzt nicht mehr die Nachnamen, sondern die Namen und die Gehälter sind nicht mehr Gehälter, sondern jetzt Einkommen. Habe ich halt umbenannt, weil mir die Bezeichnung jetzt besser gefallen als das, was vielleicht in der Basisrelation stand. Jetzt habe ich die Relation, die als Ergebnis rauskommt, in einer gewissen Weise persistent gemacht und gesagt, jetzt kann ich sie über ihren Bezeichner ansprechen. Jetzt muss ich nicht mehr so weiter verschachteln, also jedes Mal, wenn ich die neu ausrechnen will, sondern jetzt kann ich sagen, bitte nimm Ergebnisrelation, mach damit Folgendes hier weiter und dann kann ich wieder Dinge miteinander verschachteln. Also mit dieser Umbenennung kann ich dafür sorgen, dass ich die per Namen ansprechen kann und nicht den ganzen Algebra-Ausdruck immer wieder wiederholen muss. Ja, an der Stelle machen wir vielleicht Schluss für heute. Wir schauen uns dann nächstes Jahr die Konstruktion von Algebra-Ausdrücken nochmal im Vergleich zum Konstruieren von arithmetischen Ausdrücken an und werden auch da sehen, dass es eine Entsprechung gibt und dann später noch sehen, dass wir im Prinzip mit allen Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, eigentlich alles schon können, was wir brauchen, um mit Relationen gut rechnen zu können, aber dass es ein paar Convenience-Abkürzungssachen noch gibt, sowas wie ein Verbund. Und dafür hatten wir das kartesische Produkt angeschaut. Und der Verbund wird dann beim kartesischen Produkt noch bestimmte Projektionen und so durchführen, sodass wir da Kurzschreibweisen für haben. So viel für dieses Jahr aus der Vorlesungssicht. Es gibt noch eine Übung diese Woche, aber so viel für dieses Jahr von mir aus dieser Vorlesungssicht hier. Ich wünsche Ihnen frohes Fest, guten Rutsch und im nächsten Jahr, 1. Januarwoche geht es weiter. Also es müsste dann gleich der 3. Januar wahrscheinlich sein, zu dem wir uns dann hier gern wiedersehen. Bis dahin,
verbringen Sie schöne Feiertage. Wir waren mitten in dem Teil zur relationalen Algebra, wo wir uns schon so ein paar einfache Operatoren angeschaut haben. Algebra nochmal als Erinnerung, so Grundidee. Wir haben eine Datenstruktur, das sind in unserem Fall die relationalen Tabellen, haben wir mal gesagt, und Operationen darauf, die helfen, zwischen Tabellen irgendwie Beziehungen herzustellen oder irgendwie Teile aus den Tabellen auszuwählen. Wir hatten uns ein paar einfache Sachen bisher angeschaut und gesagt, Algebra-Ausdrücke in der relationalen Algebra kann man im Prinzip so zusammenstellen, wie man es vielleicht auch von der linearen Algebra oder sowas kennt. Und das Analogon, das war dann die Folie, auf der wir dann das letzte Mal aufgehört haben, ist quasi so eine Baumdarstellung, dass ich einen Algebra-Ausdruck zerlegen kann, indem ich in so einen Baum aufteile, weil das alles binäre Operationen sind. Das ist ein Binärbaum, beziehungsweise manche Sachen sind auch unär, so wie hier beim Rechnen das Minus da oben. Oder ich zeige es lieber so, damit es im Stream steht. Das Minus hier oben. Und wie würde man so einen Baum auswerten? Naja, im Prinzip so, wie Sie es gewohnt sind, irgendwie von den Blättern nach oben. Also sowas wie 3 plus 7 ist 10, mal 2 ist 20, minus 5 ist 15, mal 4 ist 60, minus 60. Für die Baumdarstellung gibt es quasi zwei Schreibweisen in der Algebra, die Ihnen wahrscheinlich die eine geläufiger als die andere sind. Das eine ist die Infix-Schreibweise, so wie man es gewohnt ist, so einen Ausdruck hinzuschreiben. Das andere die Präfix-Schreibweise, bei denen man diese Operationen dann immer vor die Operanden schreibt. Also hier zum Beispiel plus 3, 7 ganz innen, das entspricht also 3 plus 7 in der für uns gewohnten Lesart, beziehungsweise dann hier mal 2 davor. Damit meint man dann eben, dass es verdoppelt werden soll. Oder dann hier die 5, die steht mit minus 5 dann dahinter, sodass man weiß, welcher der erste und welcher der zweite Operand ist. Aber im Prinzip das, was man so gewohnt wäre, wenn man solche Rechenausdrücke zusammensetzen will, ist so vielleicht das, was man im Kopf nicht mal mitdenkt, aber so eine Art Bauminterpretation, um es dann auswerten zu können. Genauso kann man auch relationale Algebra-Ausdrücke in einen Baum zerlegen, also sowas zum Beispiel hier, wenn man genau drauf guckt, was könnte das für eine Anfrage sein. Manche von den Operatoren kennen wir noch nicht, das hier ist ein Join, der einfach zwei Tabellen zusammensetzt und zwar mit einem Prädikat noch versehen, also die Tupel werden vereinigt, hintereinander geschrieben, bei denen irgendwas gleich sein soll. Und das hier ist so ein Semi-Join, bei dem tatsächlich nur die eine Seite von dem Ding übrig bleibt. Wenn man so ein bisschen drauf schaut, ohne dass man vielleicht die Operatoren jetzt schon so ganz genau kennt, ein paar davon kennen wir schon, also hier sowas wie so eine Selektion, eine Projektion auf nur bestimmte Attribute, sieht man irgendwie, es geht um Vorlesungen, Professoren und Studierende, die irgendwie die Vorlesung hören. Die Studierenden sind wahrscheinlich alle in irgendeinem höheren Semester. Und hier unten geht es um einen bestimmten Professor, nämlich den Herrn Sokrates. Und irgendwie fragt man, wenn man so ein bisschen genau drauf guckt und die Interpretation hier so ein bisschen mitnimmt, dass man Sachen zusammenfassen will, gucken wir uns später nochmal an, fragt man wohl nach Studierenden, die irgendwas bei Herrn Sokrates gehört haben und bestimmte Eigenschaften noch haben, also sowas wie in einem höheren Semester zu sein. Also nach sowas wie Dauerstudierende, die mindestens ein was bei Herrn Sokrates schon gehört haben. Gut, der hat schon ein bisschen länger gelebt als nur vor 12 Semestern, aber im Prinzip würde man mit sowas danach fragen. Und wie interpretiert man es so von unten nach oben? Wie beim Algebra-Ausdruck interpretieren mit so einem Baum? Also ich fange hier unten an und sage, okay, es geht um Professoren, konkret wahrscheinlich um einen, der Sokrates heißt. Es geht um Vorlesungen. Man möchte irgendwie wahrscheinlich Vorlesungen von einem bestimmten Professor haben, weil man hier über die Personalnummer joint, also nur Dinge zusammenfasst, bei denen die Personalnummer gleich ist. Dann interessiert einen aber am Ende doch nur die Vorlesungsnummer und fragt sich, wer hat die gehört? Eine konkrete Vorlesungsnummer, also Hören scheint auch wieder sowas zu sein, wo Studierende dann eingeschrieben sind. Und von denen, die diese Vorlesungsnummern, die von Sokrates stammen, gehört haben, will man die 12. Also man geht auch so von unten nach oben wieder vor und ohne, dass man ganz genau weiß, was diese Joins und Semi-Joins genau aussagen, kann man versuchen, das so ein bisschen zu interpretieren, so ähnlich wie man auch Rechenausdrücke, wenn man sie so baumartig notiert, interpretieren könnte. Und analog, die Schreibweise, die wir benutzen, ist dann eher so diese Infix-Schreibweise. Präfix macht sich ein bisschen unangenehmer, aber so einen Algebra-Ausdruck dann aus diesem Baum abzuleiten, fange ich eben auch wieder ganz unten an und sage, also ich selektiere aus Professoren, aus der Professorenrelation die, bei denen Sokrates der Name ist. Ich joine das Ganze über das Prädikat Personalnummer ist gleich gelesen von mit Vorlesungen.
Das joine ich dann nochmal mit Hören, aber vorher habe ich noch so eine Projektion auf die Vorlesungsnummer gemacht, das klammere ich dann ganz natürlich, also diese Klammer, die hier aufgeht vor dem Pi, die geht hier hinter dem zweiten, also die zweite Klammer hier hinter Vorlesung zu, dann wird es mit Hören gejoint und dann gibt es noch diesen Semi-Join mit den Studierenden aus der Studierendenrelation. Also wenn ich so einen Baum sehe, kann ich die Algebra-Anfrage in sozusagen einer Zeile wieder danach ablesen, so ähnlich wie man es auch bei Rechenbäumen machen würde. Das hilft einem nicht besonders viel weiter, aber es hilft manchmal so ein bisschen, so einen Ausdruck zu parsen, weil man einfach sagt, okay, ich gehe irgendwie von innen nach außen und diese Analogie, die man dabei hat, ist eben diese Baumdenkweise und dass man einfach von den Blättern anfängt, ganz unten nach oben zu gehen und wenn man so einen Ausdruck als einzeiliges Ding sieht, geht man eben vom weitesten innen nach dann außen und versucht, den in der Art zu interpretieren, was da gemeint sein könnte. Zusammensetzen kann man also solche Algebra-Ausdrücke aus Teilalgebra-Ausdrücken immer weiter und überall, wo ich irgendwie Konnektoren habe, sowas wie Operationen oder so, kann ich auch auf jede Seite dann wieder einen Algebra-Ausdruck schreiben. Das war ja die Grundidee, dass jede Operation, Anwendung jeder Operation wieder eine Relation ergibt, mit der ich dann weiterrechnen kann. Also, wollen wir uns nochmal angucken, welche Operationen man eigentlich braucht. Wir haben noch gar nicht alle kennengelernt, aber die, die wir kennengelernt haben, reichen schon. Das wollen wir so quasi informativ vorab schon mal sehen. Wann nennen wir so eine Operationenmenge relational vollständig? Na, wenn ich damit alles ausdrücken kann, was ich ausdrücken können muss. Also angenommen, ich habe eine Menge von Operationen Groß Omega und will von der sagen, dass die vollständig ist bezüglich einer anderen Menge, Omega Strich. Das kann eine Obermenge von Omega sein, kann aber auch irgendwas ganz anderes sein. Wenn ich mit jeder Operation, die ich mit Omega Strich ausdrücken könnte, wenn ich die auch mit Omega ausdrücken kann. Also angenommen, Omega Strich kann irgendwie hat mehr Operatoren, enthält mehr Operatoren, Omega ist eine Teilmenge von Omega Strich, dann muss ich irgendwie zeigen können, dass ich mit allen Operationen, die ich in Omega habe, das sind ja dann weniger, dass ich mit denen auch das kann, was ich mit denen aus Omega Strich kann. Dann nenne ich sowas vollständig, also wenn ich damit alle Ausdrücke vielleicht ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip aufschreiben kann, die ich mit der Operatorenmenge Omega Strich ausdrücken kann. Und das ist jetzt sozusagen das Resultat, was uns erstmal sagt, dass alles das, was wir bisher kennengelernt haben, also so Mengenoperatoren auf Relationen, brauche ich nicht mal alle, also es reicht entweder Durchschnitt oder Vereinigung, wenn ich die Negation, also die Differenz davon noch mit habe. Ich brauche das kartesische Produkt, ich brauche die Selektion, die Projektion und das Umbenennen. Das reicht mir dann aber. Also ich brauche ein bisschen was Mengenmäßiges. Ich brauche das kartesische Produkt, womit wir eigentlich erstmal noch gar nicht so richtig was anfangen konnten, weil es einfach jedes Tupel mit jedem Tupel aneinander gekettet hat und eine riesige Kreuzproduktmenge dann ergeben hat. Selektion macht irgendwie Sinn, wenn ich bestimmte Sachen auswählen möchte, dass ich das wahrscheinlich nicht gut ersetzen kann mit was anderem, was wir bisher gelernt hatten. Die Projektion, also nur bestimmte Spalten aus den Tabellen übrig zu lassen, das konnten wir auch noch nicht anders. Und umbenennen, das war manchmal ganz nützlich, um bestimmte Effekte hervorzurufen, also beispielsweise bei den Mengenoperationen, die so anwendbar zu machen, weil ich dann über gleiche Attribute vielleicht irgendwas machen wollte. Also diese Operatorenmenge, die reicht und damit kann ich insbesondere auch das ausdrücken, was wir eben gesehen haben, diesen Join. Das wird dann also quasi nur so ein bisschen eine Convenience-Funktionalität sein. Gucken wir uns dann gleich nochmal an, was der genau macht. Und auch sowas wie eine relationale Division. Also wenn ich zwei Relationen dividieren will, gucken wir nachher auch nochmal ganz kurz rein informativ drauf. Werden wir dann später sehen, wenn wir zu SQL übergehen oder zum relationalen Tupelkalkül heute dann noch, dass man das als Algebra-Ausdruck quasi gar nicht unbedingt braucht, aber dass man so ein bisschen drüber nachdenken können muss, was das eigentlich ist. Für manche Anfragen ist dieser Operator hier ganz besonders gut geeignet, beziehungsweise dann die äquivalente SQL-Anfrage, die ich damit schreiben könnte. Frage? Ich habe schon mal eine Definition zu Operatoren, wie zum Beispiel diesen Schmetterling-Operator. Join, nee, ob es die Definition schon gab. Nee, habe ich ja gerade gesagt, kommt gleich. Okay. Also das würden wir Join nennen. Also der Join-Operator oder ich verbinde Sachen, ist so ein bisschen sowas wie das kartesische Produkt, aber mit gewissen Eigenschaften, kommen wir gleich noch dazu. Also insbesondere, wenn ich sage, diese Menge hier reicht, um auch das beides hier ausdrücken zu können, stellen wir fest, dass wir mit diesen relativ einfachen Sachen, die wir dann im letzten Jahr noch gesehen haben, schon irgendwie alles können, was man relational in der Algebra ausdrucken möchte. Wichtig ist, von den Mengenoperatoren, Durchschnitt, Vereinigung, brauche ich eigentlich nur einen, wenn ich die Differenz noch habe.
Zum Beispiel hier nehme ich die Vereinigung, weil ich dann den Durchschnitt eben als diese Differenz hier ausdrücken kann. Diesen Join, dafür brauche ich das kartesische Produkt. Gucken wir uns dann gleich an, wie das funktioniert. Also dieses kartesische Produkt brauche ich, aber das ist im Prinzip die eine große Anwendung, für die wir das kartesische Produkt brauchen. Die andere wäre die relationale Division. Kommen wir auch später nochmal kurz dazu, was das eigentlich sein soll. Ausdrücken kann ich die aber miteinander. Und noch ein zweiter wichtiger Satz, die Operatorenmenge Omega, die wir hier hatten, also mengenmäßige Vereinigungen, Mengendifferenz, kartesisches Produkt, Selektion, Projektion und Umbenennen, die ist unabhängig, also ich kann keine davon weglassen. Die ist also so klein, dass ich da nichts mehr draus weglassen kann, ohne dass ich die Vollständigkeit verlieren würde. Also quasi eine Art minimale vollständige Menge. Es gibt natürlich trotzdem ein bisschen Sachen, die eher unglücklich auszudrücken sind. Also wenn ich mir zum Beispiel sowas vorstelle wie diese Division hier, kann ich kurz so schreiben, lang müsste ich sie irgendwie so schreiben, dann sieht man schon, dass das irgendwie Sinn macht, vielleicht für manche Sachen abkürzende Schreibweisen einzuführen. So ähnlich wie in manchen Programmiersprachenkonstrukten oder so, die ich eigentlich auch komplexer schreiben könnte, aber es gibt halt oft einfache Schreibweisen, die Platz sparen. Zusätzlich könnte man noch drüber nachdenken, ob man eigentlich beim Selektionsprädikat die boolschen Operatoren braucht. Nein, die braucht man nicht. Ich könnte ja verschiedene Selektoren hintereinander schreiben, aber auch das ist so ein bisschen Convenience oder hier habe ich Syntactic Sugar genannt. Also im Prinzip was mir Schreibweisen ermöglicht, die ein bisschen kürzer sind, ein bisschen leichter, vielleicht verständlich sind, aber eigentlich bräuchte ich auch keine boolschen Operatoren beim Selektieren. Hat man aber schon dazu gelassen, weil sie ein bisschen natürlicher lesbar sind, als viele Selektionen hintereinander zu schreiben. So, jetzt kam schon die Frage nach dem Schmetterlingsoperator, beziehungsweise so wie wir es nennen werden, das ist der Natural Join oder auf Deutsch natürlicher Verbund. Man hat irgendwann mal einen Operator gebraucht, der halt noch nicht vergeben war für irgendwas. Und dann hat man gedacht, ah, das ist ein Zeichen, das kann ich irgendwie schnell hinschreiben. Und ja, was verbindet man damit? Also die Syntax vom Natural Join ist einfach diese zwei Dreiecke, die so aufeinander zeigen. Die Semantik ist damit, dass man sowas Ähnliches meint wie beim kartesischen Produkt, aber mit gewissen Eigenschaften. Ich meine damit die Menge aller Tupel, also ich habe zwei Relationen, R1 und R2, über den Schemata R1 und R2. Sie erinnern sich, die großen Rs waren Attributmengen, die kleinen Rs waren dann konkrete Relationen, also konkrete Tabellen mit Zeilen, die irgendwie Tupeln entsprechen. Also Dinge, die ich mir in der Datenbank merken wollte. Also ich möchte ein Relationsschema klein R1 über der Attributmenge groß R1 joinen mit einem Relationsschema R2 über der Attributmenge groß R2. Was soll das sein, was im Join zurückkommt? Naja, es ist auf jeden Fall, wenn man hier genau drauf guckt, eine Tabelle, die die Attributmengen vereinigt. Also die Attributmenge R1 vereinigt mit der Attributmenge R2. Wenn man da kurz drüber nachdenkt, wenn ich zwei Mengen vereinige, wir sprechen hier nicht über Multimengen, dann sind also Attribute, die in beiden vorkamen, jetzt am Ende nur noch einmal da. Also angenommen, R1 und R2 haben einen nicht leeren Durchschnitt, dann bleibt von dem nicht leeren Durchschnitt immer nur das eine von beiden übrig. Also nicht leerer Durchschnitt heißt ja, ich habe ein Attribut, was in der Relation R1 steht und dasselbe Attribut habe ich auch in R2. Irgendwie möchte ich über diesen Attributen vereinigen, die lasse ich quasi einmal weg und einmal bleibt es nur übrig. Und die Tupel, die dann in diesem finalen Schema stehen, diese T ist wieder Tupel, wenn ich die auf die Attribute aus R1 projiziere, dann habe ich einen Tupel aus R1. Wenn ich auf die Tupel aus R2 projiziere, habe ich einen Tupel aus R2. Klingt das mal irgendwie komisch, aber die Grundidee ist, dass ich Sachen, Tupel, also irgendwie Zeilen aus den Tabellen, aneinander kette, wenn die auf den gleichen Attributen die gleichen Werte haben. Also wenn man sich das hier mal anguckt, dann im Beispiel mit der Bibliothek, wir haben eine Ausleiherelation und eine Buchrelation. Das, was beide als gleiches Attribut haben, ist die Inventarnummer. Das war ja so diese Fremdschlüsselgeschichte, dass ich in meiner Buchrelation Bücher irgendwie Inventarnummern zuweise, also so eine Art künstlichen Schlüssel erzeugt habe und die Inventarnummer bei Ausleihe benutze mit einem Verweis auf die Inventarnummer im Buch als Fremdschlüssel und dann sagen kann, okay, Meier hat Buch Nummer 4711 ausgeliehen. Wenn ich jetzt wissen will, was es für ein Buch ist, dann müsste ich erst in die Buchrelation gucken und sagen, ah, okay, das ist Dr. No. Oder Schulz hat die 1201 ausgeliehen,
Da weiß ich auch noch nicht, was es für ein Buch ist. Das sehe ich erst, wenn ich in die Buchrelation gehe und bei demselben Schlüsseleintrag dann feststelle, ah, Objektbanken, also irgendwie was zu Datenbanken. Beide Relationen haben ein gemeinsames Attribut, Inventarnummer. Und wenn ich die beiden jetzt joine mit dem Natural Join, der natürliche Verbund, der schaut, gibt es ein gleiches Attribut. Wenn es ein gleiches Attribut gibt, packe ich nur Tupel aneinander, die auf dem gleichen Attribut denselben Wert haben. Gucken wir es uns genau an. 007, Dr. No, 31125, James Bond. Muss ich schauen, gibt es dazu einen Tupel in der Ausleiherelation? Ja, da gibt es einen Tupel, 007, ausgeliehen von Müller. Jetzt packe ich die beiden zusammen. Müller, also ist dieses Ding hier, die Inventarnummer kommt jetzt nur einmal vor. Ich habe sie ja in der Attributmenge eigentlich auf der einen und auf der anderen Seite. Ich will aber nur eine Menge von Attributen zurückhaben. Das heißt, das Attribut, was mehrmals vorkommt, kommt nur einmal vor, die 007. Und das hier sind jetzt die Attribute aus der Buchrelation. Jetzt habe ich das Tupel, was hier denselben Wert auf dem Schlüsselattribut von der Relation hat, mit dem entsprechenden Attribut zusammengesetzt. Das ist manchmal sehr günstig, wenn ich gerade die Informationen auf mehrere Relationen verteilt habe, um Redundanzen zu vermeiden, um das am Ende wieder zusammenzubringen. Wenn ich mich jetzt frage, welche Bücher sind denn alle ausgeliehen, beispielsweise, dann kriege ich das ja nur hin, wenn ich irgendwie aus der Ausleiherelation, wenn ich die Titel aller Bücher zum Beispiel kennen will, die ausgeliehen sind, wenn ich die Ausleiherelation mit den Informationen aus der Buchrelation irgendwie zusammenbringe. Und das Mittel der Wahl wird der Join sein. Gucken wir es uns noch an für die 1201, also das nächste Buch in der Buchrelation. Das finden wir auch hier als Tupel mit der 1201 Schulz. Das heißt, Schulz, dieser Attributwert kommt aus der Ausleiherelation. 1201 kann man sich jetzt fragen, kommt das aus der Ausleiherelation oder aus der Buchrelation? Ist egal, der Wert ist derselbe. Und dann kommen Titel, ISBN und Autor aus der Buchrelation. 4711, auch ausgeliehen, steht dann entsprechend Meyer da und der Eintrag aus der Buchrelation. 4712, auch Meyer ausgeliehen, vielleicht jemand anderes mit demselben Namen. Also hier Meyer, 4712, der Teil aus der Buchrelation. Und das 4717 Buch, das ist nicht ausgeliehen, das ist jetzt in der Ergebnisrelation nicht mit vorhanden. Also Sachen, die keinen Join-Partner haben, also ein Tupel, was auf der einen Seite nur steht, die 4717 ist hier auf der Seite nicht vorhanden. Sachen, die keinen Join-Partner finden, die werden nicht in die Ergebnisrelation übernommen. Also auch nicht irgendwie mit Nullwerten oder sowas aufgefüllt. Der natürliche Verbund ist einfach, dass man Informationen zusammenbringt, die über so eine Fremdschlüsselbeziehung meistens tatsächlich zusammengehören. Weil ich sie original in meiner Idee, wie ich die Datenbank, wie ich das Schema aufbaue, weil ich die Informationen auseinandergenommen habe, um Redundanzen beispielsweise zu vermeiden, muss ich sie irgendwann, wenn ich frage, was sind die Buchtitel, die gerade ausgeliehen sind, dann muss ich sie wieder zusammenbringen und dafür hilft der Join als Kurzschreibweise. Wenn man sich das so ein bisschen anschaut, könnte man natürlich auch überlegen, ob man das mit dem kartesischen Produkt hinbekommen könnte. Man könnte ja auch sagen, ich mache das kartesische Produkt und sage dann bestimmte Attributwerte in der Ergebnisrelation aus dem kartesischen Produkt, die müssen gleich sein. Und dann muss ich noch manche Spalten wieder weglassen. Dann sieht man schon, man kann das kartesische Produkt mit einer Selektion und Projektion benutzen, um den Join hinzukriegen. Aber der Join ist halt eine viel kürzere, leichter lesbare Schreibweise, wenn man sich an den Operator gewöhnt hat. Wenn man sich es nochmal genau anguckt, also ich habe irgendwie in R1 eine Attributmenge, die hat A-Attribute und B-Attribute, R2 hat B-Attribute und C-Attribute und die B-Attribute haben beide Relation. Also beide Schemata haben die B-Attribute. Wenn ich mir jetzt frage, wie könnte ich den Join denn lang hinschreiben? Naja, ich baue das kartesische Produkt aus beiden und sage dann, auf den B-Attributen müssen die Werte gleich sein. Ich will ja nur Tupel am Ende haben, bei denen die Attributwerte auf den gemeinsamen Attributen gleich sind. Also selektiere ich und sage, das B1 von dem R1 muss denselben Wert haben wie das B1 von dem R2, bis hin zum BK von dem R1 muss denselben Wert haben wie das BK von dem R2. Jetzt habe ich aber noch zu viele Spalten. Dann sage ich, ich projiziere auf die A-Spalten, dann von mir aus die B-Spalten von R1 und die C-Spalten. Die B-Spalten von R1 haben ja dieselben Werte jetzt nach der Selektion wie die B-Spalten von R2. Ich habe mich jetzt für R1 entschieden. Und das ist quasi das finale Schema, dass ich nur noch die B-Attribute jeweils einmal haben. Da das ein bisschen unhandlich aussieht, so ein langes Ding hier, hat man also diesen kurzen Join-Operator eingefügt. Aber ich brauche jetzt nicht
meine Original-Operatorenmenge eigentlich größer zu machen. Ich hätte es auch schon mit kartesischem Produkt, Selektion und Projektion hingekriegt. Nur ein bisschen hässlicher. Am Ende sieht also das Schema so aus, dass ich sage, wenn ich die beiden gejoint habe, also eine Relation R1 mit Schema groß R1 oder Attributmenge groß R1 und eine Relation R2 mit Attributmenge groß R2. Ich habe von beispielsweise den Teil, den nur R1 hat, also Menge der Attribute, die nur in R1 sind, R2 habe ich abgezogen, hinten habe ich die, die nur in R2 sind und in der Mitte schreibe ich normalerweise die hin, die beide gemeinsam haben, aber eben nur einmal. Das wäre der natürliche Verbund, eine sehr mächtige Operation, um Informationen aus verschiedenen Relationen, verschiedenen Tabellen der Datenbank wieder zusammenzuführen, braucht man in sehr, sehr vielen Anfragen eigentlich, weil man oft die Informationen über verschiedene Relationen gestreut hat, damit man wenig Redundanzen in den eigentlichen Tabellen hat. Um die dann wieder zusammenzufügen, ist so ein Natural Join das Mittel der Wahl. Hat ein paar nette Eigenschaften, er ist kommutativ, also diese Operation ist egal, wie rum ich die Sachen schreibe, das, was rauskommt, ist im Prinzip dasselbe. Ich kann ja in einer Relation die Attribute, also die Spalten, anordnen, wie ich möchte. Ich habe mich jetzt halt für die Art entschieden, dass ich immer das Erste zuerst hinschreibe, aber ich könnte es auch umsortieren, deswegen kann ich auch sozusagen die Reihenfolge der Operanden vertauschen. Es ist assoziativ, also ob ich nun R1, Join R2 und dann Join R3 ausrechne oder erst R2, Join R3, dann Join R1, ist egal. Im Prinzip kann ich dann deswegen auch die Klammern weglassen, also ich kann einfach die hintereinander wegschreiben oder auch sowas Kurzes wie, wenn ich viele habe, dass ich quasi sowas wie so ein Summen- oder ein Produktoperator habe, nur halt hier so ein Join-Operator für viele Sachen. Und, ganz wichtig, wenn die beiden Attributmengen leer sind, dann entartet das ganze Ding zum kartesischen Produkt. Also es ist schon wichtig, dass ich gleiche Attribute habe, wenn der Durchschnitt der Attributmengen leer ist, also speziell, wenn ich beispielsweise über Attribute joinen will, die quasi die gleiche Semantik haben, sowas wie Name und Autorname oder so, dann muss ich sicherstellen, dass ich die gleich benenne. Ansonsten ist der Join einfach das kartesische Produkt. Auch dafür brauche ich den Umbenennungsoperator wieder, den wir schon mal bei den Mengenoperationen ganz nützlich fanden. Das, was oft gebraucht wird, ist so eine Art Drei-Wege-Join. Also wenn ich Informationen aus drei Sachen benutzen will, sowas wie Ausleihe, Buch und Verlag oder so, weil ich vielleicht noch irgendwie den Verlag von allen ausgeliehenen Büchern wissen will, dann ist es eigentlich egal, wie rum ich das auswerte, ich könnte die Klammern auch einfach weglassen. So ein Drei-Wege-Join ist aber häufig irgendwie was man benutzt. Eine Entartung zum kartesischen Produkt passiert immer dann, wenn ich nicht aufpasse, dass die Attribute irgendwie die gleiche Semantik haben, gleich heißen oder wenn ich über irgendwas joine, was nicht mal gleiche Semantik hat, also beispielsweise irgendwie Ausleihe nur auf projiziere auf die Inventarnummer und bei Buch nur auf Autor, dann habe ich irgendwie Nummern und Autoren. Kann das Ding nichts mit anfangen, die sind normalerweise nie gleich. Dann habe ich ein kartesisches Produkt, mit dem ich dann auch irgendwie vielleicht weiterrechnen kann, aber am Ende ist das, was man meistens machen will, um Relationen zu verbinden, doch irgendwie ein Join. Der natürliche Join, der natürliche Verbund wäre also der, wo ich sage, gleiche Attribute und in diesen gleichen Attributen packe ich Sachen zusammen, die denselben Wert haben. Diese gemeinsamen Attribute nennt man meistens Join-Attribute beim natürlichen Verbund. Also dann sage ich, okay, das sind die gemeinsamen. Falls es keine gab, dann muss ich mit der Umbenennung dafür sorgen, dass es welche gibt. Solche Dangling-Tuples oder Tupel, die eben keinen Join-Partner finden, sind danach weg. Also deswegen kann ich eigentlich nur sicherstellen, wenn ich R1 mit R2 joine und dann wieder auf die Attribute aus R1 projiziere, dass ich eine Teilmenge von der Originalrelation bekomme. Es könnte sein, dass aus der Originalrelation irgendein Tupel, also irgendeine Zeile, keinen Join-Partner in R2 gefunden hat. Die ist dann weg nach dem Join. Also die Umkooperation ist gerade nicht zu projizieren. Und andersrum ist es auch so, dass der natürliche Verbund normalerweise nicht die inverse Operation zu zwei Projektionen ist. Also wenn ich eine Tabelle nehme, auseinandernehme, also ich habe eine Relation mit einem Schema R, also Attributmenge R, und das kann ich zerlegen in R1 und R2, dann kann ich nicht sicherstellen, dass die Projektion von R auf R1 gejoint mit der Projektion von R auf R2 dasselbe ist wie R. Das gilt nur, wenn eine bestimmte Eigenschaft vorliegt, die Verbundtreue. Verbundtreue ist gerade so definiert, dass wenn das hier gilt, dann sage ich, die Relation ist, oder die Relation Menge
Quatsch, die Attributmenge, die ist verbundtreu. Ist aber nicht so, normalerweise nicht so wichtig. Normalerweise will man das nicht wieder zurück auseinandernehmen, aber nur, dass man es einmal gesehen hat, Projektion und Join ist nicht jeweils die Umkehroperation. Ich kann nur sicherstellen, dass bestimmte Eigenschaften gelten, sowas wie, wenn ich auf das Gejointe, auf die Attributmenge einer Relation, die beim Join beteiligt war, projiziere, dass das dann eine Teilmenge ist, das kann ich garantieren. Aber dass es dasselbe ist wie die Relation vorher, kann ich nicht garantieren, weil könnte ja Dangling-Tuples gegeben haben. Ein weiterer nützlicher Join, und über ein paar gehen wir dann ein bisschen schneller weg, die können Sie sich dann genauer anschauen, wenn Sie nochmal die Folien anschauen, ist der sogenannte Theta-Join, bei dem ich nicht sage, beim natürlichen Verbund gehe ich ja implizit davon aus, dass es gleich bezeichnete Attribute gibt und bei denen möchte ich im Ergebnis dann die Tupel stehen haben, bei denen die Attributwerte identisch sind. Wäre ja nett, wenn ich auch andere Bedingungen formulieren könnte, sowas wie nicht identisch, sondern in dem einen soll die Zahl größer sein als in dem anderen oder so. Das geht auch, dann bin ich nicht mehr beim natürlichen Verbund, sondern beim Theta-Join, an den ich so ein Prädikat dran schreibe. Und in dem Prädikat kann ich eben spezifizieren, was ich von den im Join-Ergebnis stehenden Tupeln, was ich von denen erwarte, also irgendwelche Eigenschaften, die da erfüllt sein sollen. Im Ergebnis bekomme ich dann also, hier ist auch ein Unterschied zum Natural Join, alle Attribute, also das Attribut vielleicht, was es in beiden gibt, gibt es dann jetzt doppelt. Wenn ich es nicht doppelt haben will, muss ich danach noch wegprojizieren. Und zwar alle Attribute, sodass quasi das kartesische Produkt auf dieses Prädikat selektiert wird. Gucken wir uns ein Beispiel an. Also sowas wie, ich habe eine Relation R1 mit Attributen A, B, C und R2, da gibt es auch ein C und da gibt es dann noch D und E und ich sage sowas wie, ich möchte R1 und R2 Theta-Join. Das ist ein Theta-Join, das sieht man dadurch, dass hier ein Prädikat an dem Join dran steht. Wenn keins dran stünde, würde ich einfach über C joinen, also gleiche C-Werte. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen was dran geschrieben, am Ende wird auch nur über gleiche C-Werte gejoint, weil ich verlange, A soll größer als D sein. Wenn man sich das hier anguckt, in A steht 6, 7 und 8, hier hinten steht nur 3, 4, 5 in D, macht also eigentlich nichts Großartiges. Und ich verlange, dass B kleiner gleich E ist, in B steht aber immer nur 1, in E steht immer 2, ist also auch immer gegeben. Und als letztes sage ich, C soll gleich sein, das was in C steht, soll das gleiche sein. Also im Prinzip habe ich so eine Art Natural Join gemacht, aber dann doch nicht ganz, weil ich habe ja so ein Prädikat hier angegeben und jetzt gibt es die C-Relation plötzlich zweimal. Da das ein bisschen blöd ist, wenn ich die mit demselben Namen zweimal habe, qualifiziere ich die dann hier. Also das ist hiermit gemeint, bei Namensgleichheit sind die Dinger qualifiziert, dass ich hier hinschreibe, das ist die C-Spalte aus R1 und das ist die C-Spalte aus R2. Stehen natürlich genau dieselben Sachen drin, weil ich verlangt habe, dass die gleich sind. Frage? Das hier? Na, ich kann ein beliebiges Prädikat angeben. Beim Natural Join gehe ich immer davon aus, dass auf dem Attribut gejoint wird, was in beiden oder auf den Attributen, die in beiden vorhanden sind und dass da nur dieselben Werte drinstehen. Hier kann ich jetzt sagen, ich möchte alle, bei denen irgendwas größer ist oder kleiner ist oder sowas haben. Also ich kann ein beliebiges Prädikat angeben, nicht nur die Gleichheit. Beim Natural Join ist die Grundidee nur selbe. Tupel mit demselben Attributwert auf dieser Attributmenge, die in beiden vorhanden ist, werden gejoint. Hier kann ich sagen, irgendwas Beliebiges. Ich hätte auch A kleiner D sagen können, dann kommt halt gar nichts raus, weil A nie kleiner als D ist. Ich kann ein beliebiges Prädikat hier angeben. Beim Natural Join habe ich kein beliebiges Prädikat, sondern da ist immer Gleichheit und am Ende projiziere ich sozusagen die eine Hälfte der Attributmenge, die in beiden ist, weg. Der Unterschied ist, hier habe ich das Ding zweimal, könnte damit was anfangen. Beim Natural Join hätte ich sie sowieso nur einmal gehabt. Und ich habe noch Zusatzbedingungen, die hier an der Stelle nicht besonders sinnvoll waren, aber ich kann verlangen, dass in Spalte B was Kleineres als in E steht oder auch was Größeres. Oder ich könnte verlangen, dass in A was kleiner gleich zu D oder sowas steht. Das geht bei Natural Join nicht, da kann ich kein Prädikat dran schreiben. Ungefähr beantwortet? Wenn die... Okay, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden, gibt es halt keinen Tupel, was im Ergebnis steht. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, also hier sind nur die Tupel in der Ergebnisrelation, die diese Bedingungen hier erfüllen. Die C-Werte müssen gleich sein, wenn wir hier durchgehen, C1, C1, C2, 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 C1, C1. Und ich habe noch verlangt, dass A immer größer ist als D, 6 ist größer als 3, 7 ist größer als 4,
7 ist größer als 5, 8 ist größer als 3, stimmt also auch immer. Und ich habe verlangt, b soll kleiner gleich e sein. 1 steht hier immer, ist immer kleiner gleich 2. Also sind nur die Tupel drin, bei denen diese Bedingungen alle erfüllt sind. In dem Fall hier ist es aber so, dass a immer größer war als d und b immer kleiner war als e. Also war jetzt nichts super Besonderes als einschränkende Bedingung. Okay, warum habe ich diese C-Spalte zweimal? Das ist einfach die Definition vom Theta-Join. Die Definition vom Natural-Join ist, die Attribute, die beide gemeinsam haben, kommen nur einmal vor. Die Definition vom Theta-Join ist, die Attribute, die beide gemeinsam haben, kommen zweimal dann vor. Ich joine immer zwei Sachen, die kommen zweimal vor, aber ich muss sie qualifizieren. Damit ich weiß, welches war. Genau, die bleiben alle drin. Also sieht mehr wie das Kreuzprodukt dann aus. Und ist ja tatsächlich auch so, ich nehme das Kreuzprodukt und wähle aus dem Kreuzprodukt nur bestimmte Tupel aus, aber ich projiziere nichts weg. Und beim Natural Join kam ja dann hier davor noch so eine Projektion, wo ich sage, ja, ich entscheide mich halt für die C-Spalte von einem. Es gibt noch einen bestimmten wichtigen Theta-Join, den sogenannten Equi-Join, bei dem sind im Prädikat nur Gleichheiten drin. Also wenn ich sage, da soll irgendwas nur gleich sein, kein größer, gleich, kleiner, gleich, dann nenne ich das Ding Equi-Join und der Unterschied vom Equi-Join zum Natural-Join ist dann eben gerade, dass ich die Attribute, die beide gleich haben, jetzt plötzlich mehrmals habe. Beim Natural-Join sind die gleich weg. Manchmal ist es ganz nützlich, die mehrmals zu haben. Das Natürlichere, deswegen heißt der Natural-Join, ist, dass ich sie dann nur einmal habe. Ja, jetzt will ich ein bisschen Zeit sparen, damit wir am Ende der Vorlesung auch noch mit dem SQL-Kapitel mindestens durchgekommen sind und vielleicht Normalformen noch haben. Deswegen, bis jetzt haben wir nur sogenannte innere Joins angeschaut, also Sachen, bei denen beide Relationen irgendwas gemeinsam haben. Also in dem Ergebnis sind dann Tupel weg, die keinen Join-Partner gefunden haben, von beiden Seiten. Es gibt dann noch äußere Join-Operatoren, wo ich dann gegebenenfalls sagen kann, ja, egal, ob ich nach links oder nach rechts Join mache, ich will, dass die Tupel alle erhalten bleiben und die fülle ich dann mit solchen Nullzeichen auf, Nullwerten. Dafür haben wir dieses umgedrehte T hier. Aber da gehe ich jetzt einfach mal schneller drüber weg. Brauchen wir später jetzt auch nicht unbedingt in der Vorlesung weiter. Aber wenn Sie sich das mal anschauen wollen, gibt es ein paar Folien dazu. Die überspringe ich einfach jetzt mal hier. Was ich vorhin noch versprochen habe, ist so ein bisschen was zur Division. Die ist ganz nützlich für bestimmte Typen von Anfragen. Nämlich solche Anfragen wie, welche Titel, also wir sind wieder bei so einer Art, hier jetzt nicht Bibliothek, sondern so, wenn Sie in einen Buchladen gehen und fragen, was kann ich hier kaufen, so eine Art Lieferverzeichnis von Buchhandlungen, welche Bücher die mir geben, liefern könnten. Wenn ich so eine Anfrage stelle wie, welche Titel sind bei allen Buchhändlern im Angebot, ja, müsste ich ja, um die Anfrage zu beantworten, erstmal wissen, was es für Buchhändler gibt. Also wenn ich jetzt eine Anfrage formulieren möchte mit sowas wie Projektion, Selektion, Joins oder sonst was, das, was ich nie weiß, ist, welche Buchhändler gibt es denn alle? Ich könnte natürlich mir die Buchhändler aus der Buchhändlerrelation die Namen rausgeben lassen, habe aber irgendwie nicht die Möglichkeit, jetzt in der Algebra so eine Art Schleife zu machen und zu sagen, für alle Namen von Buchhändlern, such mir mal, was die Bücher sind, die von jedem von diesen geliefert werden können oder für alle Bücher, gib mir mal die, bei denen hier alle Namen drin vorkommen. Wenn man so ein bisschen genau drauf guckt, sieht man, es gibt nur drei verschiedene Händler in unserer Beispieldatenbank, Lehmann, Meyersche und Amazon. Und es sieht so aus, als wäre nur Harry Potter das, was von allen drei geliefert werden kann. Also hier, das ist die Lieferbarkeit. Lehmann, Meyersche und Amazon bieten alle Harry Potter an. Das Datenbankbuch kriege ich nur bei Amazon und das Glücksformelbuch kriege ich nur bei Amazon und Lehmann, nicht bei Meyersche. Also so durch drauf gucken kann ich das hinkriegen. Die Frage ist, was wäre ein guter Algebra-Ausdruck, um das zu machen? Ich könnte es versuchen mit irgendwie sowas wie einem großen AND oder so. Also ich sage, aus Angeboten möchte ich jetzt die selektieren, bei denen eine bestimmte Eigenschaft gilt, nämlich, dass jeder Händlername vorkommt. Das ist aber irgendwie komisch, weil jeder Händlername, der vorkommt, ist wieder so eine Anfrage in sich und das ins Prädikat zu schachteln, ist irgendwie ein bisschen komisch. Das geht irgendwie nicht so richtig. Also man kriegt es schon hin. Haben wir ja gesehen vorhin, nämlich irgendwie ein bisschen weiter vorblättern, wo wir gesagt haben, das Ding ist vollständig.
Ich brauche irgendwie das kartesische Produkt, müsste dann projizieren, nochmal projizieren, nochmal projizieren. Naja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, ich ziehe wieder ein bisschen was von ab. Deswegen haben wir gesagt, dafür möchte ich einen einfachen Operator haben, der mir so eine Anfrage direkt erledigen kann, sowas wie die Division. Gib mir mal alle die aus der Relation, die vorne steht, im Dividenden, für die es jedes Vorkommen im Divisor gibt. Also wie oft, hier gibt es, weiß ich nicht, 3, 4 Sachen in der Relation R2, wie viele von denen gibt es, für die jedes hiervon erfüllt ist. Also ich will alle Tupel, für die Folgendes gilt, alle Tupel T. Ich muss irgendwie Tupel in der Relation R1 finden, in Tupel 1. Und für das Tupel 1 muss für alle Tupel 2 aus der anderen Relation gelten, dass ich immer Pendants finde. Also T1 ist sozusagen der Teil, wenn ich nur auf diese R1-Relation projiziere. Das T, wenn ich nur auf diesen Teil projiziere, muss in T1 sein. Und wenn ich in T1 nur auf diesen R2-Teil, also auf der anderen Relation projiziere, dann muss es immer in T2 sein. Also ich frage mich, wenn ich diese Division als Operation einfüge, für welchen Teil von R1, den es nur in R1 gibt, also hier diesen vorderen Teil im Beispiel, diese A-Spalte, gibt es denn in der B-Spalte alle Ausprägungen, die ich hier in der Relation R2 in der B-Spalte finde? Also wenn ich teile, muss es so sein, dass das Schema, also die Menge der Attribute von R2 eine Teilmenge von R1 ist. Ist hier so der Fall, B und B. Und für den Rest, also für die Spalten, die nicht auch in R2 sind, frage ich, was habe ich da für Ausprägungen? Und für jede Ausprägung, die ich da finde, frage ich, gibt es jeweils alle Sachen, die es in B gibt? In B gibt es hier B1 und B2. Hier gibt es in A A1, da finde ich B1, A1, da finde ich B2, also alle aus der B-Spalte von R2. A1 hat auch noch B3, das interessiert nicht, weil es das hier nicht gibt. Für A2 finde ich aber nur B2 und B3. Und da fehlt jetzt dieses B1 aus der B-Spalte von hier. Deswegen ist bei der Division dann am Ende nur A1 drin. Und das wäre jetzt hier so eine Anfrage, gib mir mal alle A-Einträge, für die es alle B-Einträge von der Relation R2 gibt. Also wann immer man so eine, gib mir mal alle, für die irgendwas gilt, Sache gibt, kann man in der Algebra darüber nachdenken, ob nicht die Division ein geeigneter Operator wäre. Also in dem Beispiel hier, welche Titel sind bei allen Buchhändlern im Angebot, würde ich also Angebot nehmen und sagen, ich habe irgendwie die Bücher, joine das mit Buchhändler, damit ich diese Namensliste hier habe, projiziere dann Stadt- und Postleitzahl beispielsweise weg, Verlag kann auch weg. Also habe ich dann Titel und Name und frage dann, was passiert, wenn ich durch Angebote teile? Oder ich sage, ich teile Angebote durch Buchhändler auf nur Name projiziert. Also habe ich dann hier Lehmann, Meyersche, Amazon, muss ich noch umbenennen, hier heißt es Händler, hier heißt es Name, also müsste ich hier umbenennen in Händler und sage dann, ich teile Angebote durch Buchhändler, projiziert auf nur Händler, was die Umbenennung von Name war. Und dann bekomme ich als Ergebnis nur Harry Potter zurück, weil hier jeweils irgendwelche fehlen. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Kurzschreibweise für was, was ich sonst nur sehr umständlich hinkriegen würde. Weil ich nie, das Problem ist, was hier oben steht, alle Bedingungen gleichzeitig erfüllen. Das klingt erstmal nach einer Konjunktion, nach einem logischen End, wo ich sage, ja, nur wenn alles gleichzeitig wahr ist, ist das Ergebnis auch wahr. Das Problem, was ich hierbei oft habe, ist, wenn ich über solche Ausprägungen und Relationen spreche, ich kenne gar nicht alle, die es tatsächlich gibt. Aber die stehen ja eigentlich in den Tabellen drin. Ich kann sie nur nicht in diese Bedingungen automatisch mit reinschreiben, weil ich sie erst mir erarbeiten müsste. Und dafür gibt es diese Kurzschreibweise in der Algebra der relationalen Division. Wird uns später noch mal ein bisschen begegnen, wenn wir über das Tupelkalkül sprechen, was dann näher an SQL dran ist. Und dann werden wir sehen, dass das in SQL alles noch viel schöner aufzuschreiben wird. Obwohl ich hier eine extrem mächtige Kurzschreibweise eigentlich schon habe. Okay, gibt noch was anderes, was ich nicht kann. Rekursiver Abschluss, also wenn ich sowas habe und sage, gib mir mal alle Untergebenen von irgendjemandem. Also ich habe so eine Sache wie Angestellte, der eine ist Chef und ich will die Mitarbeiter haben. Das könnte ja bis beliebige Tiefe gehen. Angenommen, ich habe einen Chef von einer Firma, Abteilung oder Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter und irgendwo sind die Mitarbeiter und ich will wissen, der eine ist Chef von welchen allen. Dann muss ich da mehrere Ebenen in die Tiefe gehen. Das geht mit der relationalen Algebra auch nicht so schön. Wenn wir dann sehen, dass es in SQL ein bisschen besser geht, wenn wir dann später bei SQL sind.
springen auch mal drüber. Am Ende haben wir quasi in der relationalen Algebra ein paar Operatoren gesehen. Wichtig sind Selektion, Projektion, Umbenennung, Vereinigung, Durchschnitt, Differenz. Davon brauche ich nur Vereinigung und Differenz oder Durchschnitt und Differenz, je nachdem, für was ich mich entscheide. Kartesisches Produkt war so ein bisschen ein merkwürdiges Ding, aber es hat uns dann geholfen, als wir Natural Joins und Theta Joins und Equi Joins gebraucht haben. Und die sind wirklich sehr wichtig, wenn man irgendwie Relationen zusammenpacken möchte, weil die Informationen, die man braucht, um ein Ergebnis zu erzeugen, in mehreren verschiedenen Tabellen gespeichert sind. Und die Division hat man gesehen als eine sehr mächtige Kurzschreibweise für was, mit dem ich leicht solche, gib mir mal alle für, oder sowas, oder gib mir mal die Bücher, die von allen Händlern lieferbar sind, oder gib mir mal die Mitarbeiter, die in allen Abteilungen arbeiten oder sowas, falls sowas ginge. Also diese alle Geschichten, die kriege ich schnell mit so einer Division hin.